mir denn nicht zu viel. Das ist ein guter Mann. Moin, moin und hallo. Herzlich willkommen zu Bundesliga Live. Das einzige Fußballformat der Welt. Heute in Viererkette, aber ihr seht es, da rechts außen ist ein Platz frei. Spielen Sie doch heute mit Fünferkette. Tobi Eschi, wird das eine Fünferkette, Eschi? Mit er ist gerade rausgerückt. Er ist gerade rausgerückt. Zwei starke jetzt. Außenverteidiger. Ja, jetzt wird er wieder einrücken. Wir holen direkt am Anfang der Sendung dazu. Wir freuen uns sehr auf ein Wiedersehen. Er war schon mal hier, er ist wieder da. Er kann nicht von uns lassen, meine Damen und Herren. Hier ist Rollo Fuhrmann. Rollo. Schön, dass du da bist. Ich bin aber eher links außen. Ja, heute kannst du rechts spielen. Flexibilität wird gefordert heutzutage. Solange das nicht politisch wird. Zeddy Dohl, schön, dass du da bist. Ja, ja. Ich freue mich auch. Ja, damals auch im Wohnzimmer. Genau, du kamst ja rein, dass, wie sieht es denn hier aus? Hattet ihr nicht mal Standtische, hattet ihr nicht mal ein Wohnzimmer? Hatten wir beides. Es ist mittlerweile unser, glaube ich, drittes Studio. Weil wir sind nämlich cool, im Gegensatz zu anderen Fußballsendungen, können wir es uns leisten, jede Saison ein neues Studio zu machen. Manchmal ja, ihr könnt ja auch hier, wenn ich das so richtig sehe, auch leicht umdekorieren. Das ist auch nicht so schwierig. Ja. Das geht einfach, ja. Kannst einfach das Trikot wegnehmen und anderes da hinhängen. Ja, ein Monitor da weg. Ist da noch einer? Ja, da ist noch ein alter Röhrenfernseher. Ja, na gut. Flexibilität. Wir freuen uns ja, dass du da bist, für alle, die dich nicht kennen. Erstmal, warum guckt ihr diese Show, wenn ihr Rollo Fuhrmann nicht kennt? Das ist Quatsch. Aber lass uns kurz noch ein, zwei Worte zu dir verlieren. Du warst lange Jahre bei Sky. Meistens hast du am Spielfeldrand direkt die Spieler interviewt. Auf deine unnachahmliche Art und Weise, die diesem Sender fehlt, wie ich finde übrigens. Ja, danke. Außerdem, du schreibst jetzt mittlerweile Kolumnen für Mopo, für Deichstube und ich glaube für etwas noch. NWZ, Nordwestzeitung. Nordwestzeitung, sollte man kennen. Habe ich im Abo. Du auch, ne? Klar. Hat ja, ist meine Heimat, Ostfriesland, ne? Siehste? Und Oldenburg und so. Ach, kommst du aus Soest oder was? Nee, aus Ostfriesland, auch ich. Ach so. Was, hast du Erdkunde gehabt? Ja, aber... Also mit, ja. Aber du hast Navi, ne? Ja, und jetzt bist du wieder bei uns. Wie geht's dir denn mal zu Beginn gleich mal? Wie geht's dir denn jetzt ohne Sky? Gut, sehr gut. Geht's dir also, so wie Sky ohne dich? Das weiß ich nicht. Also ich, nach 26 Jahren finde ich das richtig. Und ich habe auch so den Eindruck, dass ich zu einem ganz guten Zeitpunkt aufgehört habe. Weil die Rechte werden weniger und es wird noch sehr spannend werden, 21 bei der nächsten Ausschreibung. Es wird kleinteiliger. Also es gibt vieles, was ich bei der Entwicklung... Das hat jetzt nicht unbedingt nur was mit Sky zu tun, ne? Aber was ich beim Fußball nicht gut finde. Und insofern geht es mir eigentlich ganz gut und ich muss nicht mehr jedes Wochenende da und da und da sein. Ne? Das war ein Traumjob, das war ein super Job. Also ich bin durch ganz Europa gereist, Champions League, Europa League, UEFA Cup damals und alles Mögliche erlebt, die Großen. Wenn du da am Spielfeldrand sitzt, ne, und dann spielen da Messi und Co. vor in Camp Nou oder in Bernabeu oder in England, Beckham und so weiter, das ist schon irre, ne? Und ich, deshalb habe ich auch immer gesagt, wenn mal Scheißspiel war, ne, irgendwie so Regen oder Schneetreiben, ich sitze da, werde voll gesülzt irgendwie vom Nassen und mich dann gefragt in Rostock oder so, was machst du hier eigentlich? Und da habe ich mir im nächsten Augenblick gleich wieder gesagt, Rollo, du wirst dafür bezahlen. Ne? Und andere würden ihr letztes Hemd dafür geben, wenn sie da sitzen könnten, ne? Und mit denen sprechen könnten. Das sagen wir Nico auch immer. Ja, und insofern ist alles gut. Und jetzt freue ich mich, weil ich habe festgestellt, dass ich eigentlich auch ganz gerne schreibe und dass mir das liegt. Und diese Kolumnen in einer Stunde oder eine Stunde brauche ich dafür. Und ich merke, ich brauche überhaupt nichts irgendwie kaum verbessern, außer Rechtschreibung manchmal. Das schreibe ich so runter. Also die Ideen sprudeln nur. Ne? Und das finde ich auch toll, mal was ganz anderes und auf der anderen Seite denn zu stehen. Ne? Mhm. Also mal bei den Schreiberlingen. Ich mache aber auch noch Sportbuzzer. Darf ich mal fragen, eigentlich, ich habe das bestimmt damals schon gefragt, ich habe es leider vergessen, für welchen Verein schlägt denn eigentlich dein Herz jetzt privat? Ich bin Mitglied bei St. Pauli seit 30 Jahren. Ich habe auf alle Fälle schon eine Nadel gekriegt. Aber für welchen Verein schlägt dein Herz? Ja, natürlich. Wieso? Wenn ich da Mitglied bin, dann schlägt natürlich mein Herz. Du, ich kenne einen, der ist lebenslanges Mitglied bei Eintracht Frankfurt und ich kann dir sagen, das Herz schlägt nicht für Eintracht Frankfurt. Also schöne Überleitung. Gut, Wunde, okay. Also, aber Wunde, mein Herz schlägt Wunde aber auch für die gerade. Norddeutschen letzten Endes. Ne? Also letzten Endes auch für Bremen gerade. Weil, also diese Achse Ostfriesland, Bremen, Hamburg, ne? Dann, und natürlich möchte ich auch, dass der HSV da drin bleibt, ne? Weil Hamburg
ohne Erstliga-Fußball. Ich weiß gar nicht, was man denn hier macht. Geht man zum Hockey oder so? Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was ich dann mache. Ja, du ja sowieso. Ist nicht so eine Sportstadt irgendwie Hamburg, finde ich. Die Freezers, Towers. Hockey haben wir noch. Beachvolleyball, Olympiasiegerin, Weltmeisterin, Bitches. Ja, stimmt. Und, aber Hockey wirklich, die Hockey macht. Also ihr redet von Feldhockey? Ja, der Feld- und Hallenhockey. Da sind wir die Hauptstadt. Immer Final Four, immer zwei Mannschaften im Finale. Weil das schade, dass es nur Feldhockey ist. Fünf Spitzenclubs. Das könnte gefällt sein. Da sieht man mal wieder, wer Allgemeinbildung. Merkst du, ne? Sportliche Allgemeinbildung. Ne? Vor allem, das heißt auch nicht wirklich mit der Stadt beschäftigt. Hm? Ja, ist ja gut. So, Entschuldigung. Ach ja, Tobias Escher, Tagesordnungspunkt. Ach so, ich dachte, Escher. Du hast schon wieder krank. Nur, das war ein kurzer thematischer Aufgabe. Lassen Sie mich ganz kurz hier, lassen Sie mich hier diese Herde zähmen und ein, zwei Informationen an den Zuschauer weiterreichen. Wir haben eventuell heute die Möglichkeit, ein bisschen zu verlängern, weil zum einen wir natürlich Rollo da haben und zum anderen wir hier auch jemanden in der Runde haben, der, Redebedarf hat. Ja, da kommen wir gleich. Dann reden wir natürlich über den Spieltag und wir reden aber als erstes über den Kovac-Wechsel zu den Bayern. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, Niko Kovac, der ja jetzt immer noch auf absehbare Zeit Trainer bei Eintracht Frankfurt ist, wird diesen Verein verlassen. Er hat bei Bayern München unterschrieben, eine Ausstiegsklausel gezogen von 2,2 Millionen Euro und es gab einen Riesengepolter rund um diesen Wechsel. Uli Hoeneß musste sich rechtfertigen. Es gibt Geschichten von gemeinsamen Essen mit kroatischen Fahrern. Ja. Es gibt Rechtfertigungen und einem Niko Kovac, der sich keiner Schuld bewusst ist. Und es gibt natürlich auf der anderen Seite ganz viele Fans, unter anderem auch Etienne, die bitterböse sind, sehr enttäuscht sind und die der heute hier auch die Möglichkeit hat, stellvertretend für alle Eintracht-Fans im Forum einmal seine Emotionen rauszulassen. Ich möchte ganz kurz, bevor ich meine Emotionen freilasse, ja. Den ich übrigens schon viel freien Lauf gelassen habe. Ich habe mit Amazon Music geredet, die wollten ein Statement, da war Iron Mike, Amazon Music, die machen immer Live-Berichterstattung, also Live-Konferenz fürs Ohr. Wie sagt man? Audio-Berichterstattung war das Wort. Und da war Mike Franz zu Gast und da habe ich mit Mike Franz geredet am Wochenende. Das war ganz cool. Ja. Davon abgesehen, wollte ich nur sagen, für alle, die jetzt sagen, habe ich doch immer gewusst, habe ich doch gesagt. Geht speziell auch an deine Richtung. die gesagt haben, ich habe doch immer gesagt, Kovac geht zu den Bayern und so weiter. Möchte nur sagen, es kann nicht sein, dass es irgendjemand gewusst hat, denn er wusste es bis Donnerstag letzte Woche ja selber nicht. Natürlich. Also insofern kann es gar keiner gewusst haben, es stand nicht fest. Am Donnerstag kam ein Anruf von Bayern München. Am Donnerstag gab es zum ersten Mal Gespräche darüber. Bis dahin hat Niko Kovac von der gesamten Thematik überhaupt nichts mitgekriegt. Der hat überhaupt erst am Telefon erfahren, dass die einen Trainer suchen. Und da war sein guter Kumpel Brazzo, den er zwei Wochen zuvor beim Bankett getroffen hat, mit dem er am Tisch saß, mit Uli Hoeneß und Rummenigge. Wir saßen an einem Tisch vor zwei Wochen, weil der kroatische Limousinenfahrer von Uli Hoeneß Geburtstag gefeiert hat und die Kovac-Brüder eingelassen hat. Da saß er am Tisch. Da ist das nicht einmal gefallen. Da dachten ja alle noch, Heinkes macht das aus nächste Saison. Dann kam am Donnerstag der Anruf. Ja. Und da hat der Salihamidžić gesagt, pass mal auf, willst du Trainer werden? Da musste der Kovac, dessen Herz wirklich Eintracht schlägt, Eintracht schlägt. Der hat eine lebenslange Mitgliedschaft vor einem Monat unterschrieben, mit großen Worten. Niko Kovac, der gesagt hat, die Moral wird im Fußball mit den Füßen getreten. Verträge sind nichts mehr wert. Früher hat ein Handschlag gereicht. Niko Kovac. Der musste richtig lange erstmal überlegen, ob er da annimmt. Der hat nicht irgendwie, das ging nicht schnell. Das waren bestimmt 20, 30 Minuten Dialog am Telefon. Die haben ja Flatrate zum Glück. Ne? Zum Glück. Früher hätte das richtig gekostet. Das hätte richtig gekostet. Ja. Da hätten die noch eine Klausel dranhängen müssen oder so. Aber das war echt ein langer Denkprozess, dieses Telefonat, bis dann wirklich Salihamidžić mit vielen Millionen vermutlich Kovac überhaupt dazu bewegen konnte, da sein Ja-Wort zu geben. Und dann haben sie aber auch gleich den Vertrag unterschrieben. Da brauche ich gar nicht mehr mit irgendjemand anderem reden. Da brauche ich jemand anderen informieren. Komm, lass uns das jetzt hier schnell direkt am Telefon dicht machen. Das heißt, kein anderer Mensch auf der Welt, inklusive dir, und du weißt sonst alles, konnte wissen, dass Niko Kovac zum FC Bayern München wechselt. Weißt du, was ich ganz lustig finde? Bei dir kann man so diese Phasen des Trauerns nachverfolgen. Ich habe es gerade mal gegoogelt. Letzte Woche hast du es noch geleugnet, dass das je passieren kann. Am Wochenende habe ich dich ja auch gehört, du warst ja auch im Eintracht-Podcast zu Gast und da klangst du sehr zornig, das ist Phase 2 der Zorn. Und ich glaube, du bist jetzt in Phase 3 gelandet, das ist so das Verhandeln. Ich bin aus dem Eintracht-Forum geflogen am Donnerstagabend, wurde bis Sonntag gesperrt. Möglicherweise, weil ich auf Jugoslawisch eine Beleidigung gepostet habe, aber das kann man nicht mehr beweisen, der Thread existiert nicht. Nein, aber es sind ja diverse Merkwürdigkeiten da, ne? Also nicht Hassan...
Übrigens, wenn Brazzo redet, dann sagt er ja eigentlich nichts. Ne? Und jetzt beim Interview am Wochenende hat er nicht nur nichts gesagt, sondern hat sich tatsächlich auch noch um Kopf und Kragen geredet. Also er wusste eigentlich gar nicht, was los ist oder was er sagen sollte. Also und zum anderen, früher war es immer der Gärtner. Jetzt ist es der Fahrer. Ja, ja. Also man muss da schon mal der Gärtner diesen ist Kroate, der historischen Gärtner ist Einschnitt Belgier. Sehen. Ja, und also ich möchte auch ganz kurz, weil ganz viele, es ist momentan in jedem, überall liest man zu dem Thema und die Eintracht-Fans und so. Und ich möchte auch, weil ich glaube ich einen ganz guten Draht habe, weil ich im Forum, weil ich im Eintracht-Podcast ein ganz gutes Gespür habe, wie die Schwingungen so auch bei den Fans und so sind. Die Schwingungen. Es ist nicht das Problem, dass Niko Kovac Trainer vom FC Bayern wird. Das möchte ich hier nochmal betonen. Das tut, ja. Natürlich tut es weh und natürlich ist es irgendwo ärgerlich, wenn du einen guten Trainer verlierst. Aber das war durchaus absehbar, ne? So ganz. Aber es wäre, wenn es nicht dieses Jahr passiert, wäre es nächstes Jahr passiert. Also so oder so wäre irgendwann dieser Zeitpunkt gekommen, wo ein so erfolgreicher Trainer, der dann auch bei der Eintracht einfach nichts mehr erreichen kann, was auch logisch ist, dann weiterzieht. Das ist, glaube ich, da überrascht man auch keinen Eintracht-Fan. Die Art und Weise, wie das abgelaufen ist, ist das große Problem. Das ganze, diese ganze Seifenoper, die Bobic und vor allen Dingen Kovac abgespielt haben und das Ganze auch zu einem Medienthema gemacht haben, das finde ich, das ist die große Enttäuschung und die große Wut und der große Irrtum in der Person Niko Kovac, den man jetzt, dass man sich eingestehen muss. Und vor allen Dingen, mich persönlich, was mich am meisten stört, ist die unfassbare Kälte, die man spürt von einem Niko Kovac. Und bei der Pressekonferenz, da muss ich schon sagen, das habe ich so auch noch nicht von anderen Trainern gesehen oder selbst von anderen Spielern. Selbst ein Götze hatte irgendwas wie Emotionen. Ja, Hummel, der hat aber mal ein so Hummels, gemacht. Ja, ein Hummels, du hast irgendwie gemerkt, das fällt denen irgendwie schwer. Da werden irgendwie Bindungen gekappt und so weiter. Der Kovac war so nüchtern, rational, eiskalt, mit einem süffisanten Grinsen saß er da. Er hat gerade bei Bayern unterschrieben, natürlich grinst er. Ja, aber trotzdem, der hat ja auch bei der Eintracht einiges erreicht und einige Bindungen aufgebaut und bei der Eintracht letztendlich die Chance gekriegt, in der Bundesliga Trainer zu sein. Und also mit so einer Kälte und Nüchternheit dann auch weitere Nachfragen deshalb, wegzuballern, deshalb muss ich sagen, deshalb soll das ja auch verfilmt werden, ne? Ja. Und da die Skandinavier so Krimis machen, die auch sehr kalt sind und sehr, sehr psychologisch, soll es auch von skandinavischen Regisseuren gemacht werden. Ja. Ne? Also ich finde das ein gutes Filmthema und so weiter. Ich frage mich nur, ob dann jemand stirbt. Ne? Also in dem Film natürlich nur. Ja. Ne? Es stirbt die Liebe, es stirbt die Hoffnung. Was Metaphorisches stirbt. Ja. Hey, das ist aber so eine alte Kamelle, das hat man schon so oft mitgekriegt. Den Film kenne ich schon. Mit Kovac? Ja, klar. Und den Fahrer? Wie heißt er denn? Ja, nee, der mit dem Fahrer. Das sind doch völlig neue Komponenten. Du meinst das Kapitel mit dem Fahrer? Ja, das ist. Ja, mit aber Fahrer, die Episode würde ich mir angucken. Donnerstag, dann Kovac, dann die Schwingung. Das nimmt ja esoterische Züge hier. Okay, dann lass uns das doch mal ganz kurz mal aufdröseln. Also, du bist jetzt ja zu Recht sehr emotional. Deine Emotionalität hat ja verschiedene Ebenen. Die erste Ebene ist ja. Niko Kovac, der Erfolgsgarant, verlässt den Verein. Da hängt ja ein bisschen mehr dahinter, weil das ja nicht nur eine einfache Personalie ist, sondern wir haben ja auch immer in den Bundesliga-Folgen herausgestellt, dass wir glauben, dass Niko Kovac aufgrund seiner Art sehr gut zu Frankfurt passt, weil Frankfurt diesen bunt zusammengewürfelten Kader hat, viele Nationalitäten, viele so Alpha-Typen, so extrovertierte Typen, die vielleicht auch nicht jeder Trainer handeln kann und dann kommt Niko Kovac, der verteilt irgendwie eine Backpfeife und die Jungs reihen sich ein, auch wenn sie mal nicht in den Kader kommen, es gibt keine Unruhe. Man hat schon das Gefühl, dass viel vom Erfolg und nicht nur auf taktischer Ebene eben auch Niko Kovac zuzuschreiben ist, weil er einfach mit diesem Kader auch umgehen kann. So, das heißt, das ist sicherlich erstmal die erste Ebene, ihr verliert euren Trainer, den Erfolgsgaranten, Unsicherheit, wie geht es in den nächsten Jahren weiter, fällt die Eintracht wieder in der Tabelle zurück, man hat vor kurzem erst Relegation gespielt und das ist natürlich eine Angst, dass man von der Champions League träumt und im nächsten Jahr vielleicht wieder sich weiter unten orientieren muss. So, zack. Die zweite Ebene ist die Art und Weise, wie das abgelaufen ist. Du sagst, du bist menschlich enttäuscht von Niko Kovac. Was hat er sich denn jetzt überhaupt, vielleicht mal von jemandem, der so ein bisschen nicht ganz so emotional involviert ist, Rollo, was hat Niko Kovac falsch gemacht? Also ich kann das nur unterstützen, diese Chose da am Donnerstag zu erzählen, ja, ich wusste von nichts und dann kommt da der Anruf und dann habe ich, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt überlegt hat, dann habe ich ja gesagt. Also das klingt ja wie so ein Antrag in Las Vegas oder weißt du? Oder auf dem Hochhaus irgendwie mit dahinter Palmen und so. Möchtest du mich fürs Leben? Ja, das geht ja auch schnell dann, ne?
Da überlegt man ja ganz kurz. Also das ist doch Quatsch. Endet oft Entscheidung. Ja, das behaupte ich ja sowieso immer. Also es soll doch mehr um Vertragsdetails gehen in solchen Situationen. Aber es stellt natürlich sich noch die Frage, vielleicht seid ihr da auf dem Laufenden oder so. Haben wir hier so einen Ticker? Ist Kovac überhaupt noch Trainer jetzt zu diesem Moment? Meinst du, die wollten ihn rausschmeißen? Ja, weil ich gehe davon aus, dass der bis morgen auf jeden Fall. Also Pokal noch und dann ist Sensedüne. Wenn er morgen verliert, dann ist er weg. Also es kommt auch auf, es kommt, glaube ich, auch, es kommt auch wirklich drauf an, wie sie für den, weil ich meine, ich glaube, wir haben alle ganz genau hingeguckt bei Leverkusen und die erste Halbzeit war absolut ordentlich, wie die Eintracht da aufgetreten ist. Da gab es nicht irgendwie was, wo man sagen kann, die Spieler haben den Kopf woanders. Man muss allerdings sagen, der Einsturz in der zweiten Halbzeit gibt einem dann schon eher zu denken. Ich denke, es ist wirklich wichtig, inwiefern jetzt auch Ruhe in den Verein kommt, weil das Thema einfach wirklich krass ist, weil ich meine, da merkt man eben auch, Bayern ist dann auch, wenn er jetzt, weiß ich nicht, zu Gladbach oder Köln wechseln, wäre es nochmal auch ein Thema, aber nicht in der Form. Das ist jetzt ein Thema, was halt wirklich krass ist und richtig Unruhe in den Verein bringt und jeden Tag jetzt Unruhe reinbringt. Das will man nicht. Und ich könnte mir vorstellen, wenn das morgen gegen Schalke, übermorgen glaube ich, wenn es da ein richtiges Debakel gibt, dass das schon, ich könnte mir auch vorstellen, dass er selber zurücktritt, weil er wurde ausgepfiffen in Leverkusen. Ich könnte mir vorstellen, dass er ein ordentliches Pfeiforchester jetzt im nächsten Heimspiel kriegen würde oder jetzt auch bei Schalke. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass Niko Kovac dann sagt, Leute, ich will hier nicht noch weiter Unruhe reinbringen und mit irgendwelchen abschließenden Worten einen Strich da macht, dann wird Pizzaioli noch bis Ende der Saison das übernehmen. Es ist ja jetzt eh fast gelaufen. Champions League ist abgehakt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie gegen Schalke auf den Sack kriegen. Und dann geht es eigentlich nur noch darum, ob sie Siebter werden. Das kriegt auch ein Pizzaioli noch hin. Und dann war's das. Auf alle Fälle können wir festhalten, finde ich, das Ding ist unsauber gelaufen. Da können die Bayern sagen, was sie wollen und Kovac auch sagen, was er will. Das Ding ist relativ schmutzig gelaufen. So ist meine Meinung. Was hätte man denn besser machen können? Genau. Man hätte, erstmal ist ja die Frage, wer hat da nicht dicht gehalten? Ne? Ich vermute ja eher ein Trainerberater oder Spielerberater oder irgend sowas in der Richtung. Ne? Also auf alle Fälle wurde nicht dicht gehalten. Das ist schon mal das eine. Und das andere. Da hätte ich ganz kurz eine Frage dazu. Was hat denn, also was ich nicht ganz an diesem Leak verstehe, ist, wenn es jetzt irgendwie Dortmund vorm Champions League Halbfinale, damals bei Götze, kann ich das verstehen, dass da Unruhe in den Vereinen kommt. Aber wer hat denn ein Interesse daran? Weil ich nehme an, Kovac auf keinen Fall, auch der Berater von Kovac im Prinzip nicht, weil Kovac wird sich mit den Bayern und vermutlich auch mit Bobic drauf geeinigt haben, pass auf, so ist die Sache, lass uns jetzt erstmal die wichtigen Spiele in Leverkusen und Schalke hinter uns bringen, dann können wir immer noch das irgendwie öffentlich machen. Wer hat denn ein Interesse überhaupt an diesem League? Das würde mich mal interessieren. Ja, wenn Interesse überhaupt da ist, dann ist es bei den Bayern. Ne? Die spielen noch gegen die, dann sind sie möglicherweise, oder wäre ja möglich, Pokalfinalist, also da Gegner und so weiter und so fort. Ich weiß es nicht, denn die Journalisten, du brauchst ja nur einen haben von der Bild oder so, der einen super Draht hat. Aber was lieber die Eintracht als Pokalgegner als Schalke? Die Bayern haben ja eigentlich auch aber keine Interesse. Ja, die holen Kovac ja nicht umsonst. Ne? Also Frankfurt ist spielerisch sehr stark. Das mit Leverkusen, die zweite Halbzeit, würde ich mal nicht so in den Vordergrund stellen. Die haben auch in Leipzig da groß aufgetrumpft in der zweiten Halbzeit. Hier im Chat schreiben sie, die Bayern wollten Ruhe haben, das Thema ja ein Medienthema ist. Wer wird neuer Trainer und wollte jetzt vom Champions League aber das, Spur, ja, das Ruhe kommt haben. Noch dazu. Das aber unterschätzt man nicht, die diskutieren doch auch intern jetzt alle, die Spieler. Die wussten ja auch nicht Bescheid vorher. Ich glaube nicht, dass die da vor den Kader sind. Meinst du die? Ja, die Bayern-Spieler, die wollen ja auch bei der Zukunft diskutieren. Das bringt ja schon Unruhe bei den Bayern. Ja, die Radetzky hat doch auch gesagt, bei den Frankfurtern, die reden natürlich auch darüber. Hm. Was heißt das denn jetzt, ne? Der ist praktisch weg, lame duck, irgendwo. So, was passiert jetzt erstmal für die Frankfurter? Könnte sein, dass wir die Frankfurter jetzt ein bisschen realistisches Szenario ist, irgendein Berater da gesprochen hat. Ja, es könnte ein bisschen Werbung tatsächlich jetzt folgen. Das ist oft so bei Trainerentscheidungen. Stand jetzt oder? Stand jetzt könnte es sein, es gibt keinen Grund anzunehmen, dass Werbung kommt. Also Stand jetzt gibt es keinen Grund anzunehmen, dass Werbung kommt. Nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Willkommen zurück zu Bundesliga Live. Es geht heiß her hier heute. Wir haben die Fünferkette aufgezogen. Rollo hier heute Abend als
rechts außen von uns, von euch aus gesehen, ist er links außen. Aber es ist ja, das Spielfeld ist ja so, also er ist schon rechts außen. Ne? Auch wenn du lieber links außen spielst, wie du eingangs der Sendung gesagt hast. Wir sind gerade mitten in der Aufarbeitung. Das macht Sinn, wenn du es dir im Replay nochmal anguckst. Ja, es war nur sehr lange. Das ist richtig. Position. Es macht Sinn. So, lass mich bitte ausreden. Es ist sehr wichtig, was jetzt kommt. Wir reden über Nico Kovac, der Eintracht Frankfurt verlassen hat. Du bist sehr emotional, aber es gibt natürlich neben dieser Emotionalität auch noch eine andere Geschichte. nämlich, passt eigentlich Nico Kovac zu den Bayern? Was ist das? Bedeutet das eigentlich sportlich? Da kommen wir gleich noch zu. Nochmal aus der Sicht von Nico Kovac. Es ist aber schon verständlich, sage ich jetzt mal, wenn jemand, der in seiner Trainervita nicht viel mehr aufzuweisen hat, als Nationaltrainer zu sein, ein bisschen bei irgendwie Red Bull Salzburg oder was tätig zu sein, Frankfurt als erste Bundesliga-Station zu haben, dann direkt irgendwie nach fast anderthalb Saisons oder was, zwei Saisons, ein Jobangebot zu bekommen von Bayern München. Also kann man, ist einer seiner Spieler? Kann man ihm, sag ich mal, aus beruflicher Sicht nicht übel nehmen, dass er dazu sagt. Ne? Habe ich ja gesagt eingangs. Ja. Aber wer ist einer seiner Spieler, würde er sagen, dass der Schritt kommt noch zu früh. Eine Saison bei der Eintracht tut ihr noch ganz gut. Aber wie gesagt, es ist, dass man als Trainer irgendwie zu einem der fünf oder sechs größten Vereine der Welt irgendwie will, das kann ich total nachvollziehen. Der hat ja sogar noch Familie, glaube ich, da unten und in Salzburg und so. Also von der Warte aus ist das überhaupt kein Problem. Ich würde nur gleich, du darfst sofort, gleich mal die Diskussion auch, weil die Frage auch kam, wie hätte er es anders machen sollen? Die habe ich auch ganz oft gehört. Das ist auch eine interessante Frage. Was hätte er anders machen können? Wie hätte er sich eventuell verhalten können, damit es nicht zu diesem Shitstorm kommt? Und da würde ich gleich gerne nochmal drüber diskutieren. Ja, da wollte ich gerade drauf einsteigen. Dann, weil die entscheidende Frage ist doch die, wenn jedes seiner Zitate immer sagt, er hat nicht gesprochen, das machen auch Spieler immer die ganze Zeit, weil ja die Berater die ganze Zeit mit den Leuten sprechen. Für die Presse, deswegen kann er am Ende auch sagen, ich habe nicht gelogen. Ich habe erst Donnerstag... Weißt du, wer Kovac-Berater ist? Markus Hörwig. Ehemaliger Pressesprecher Bayern München. Ja, aber trotzdem, ich will nur von dieser grundsätzlichen Erklärung hinten her, auf die grundsätzliche Erklärung heraus. Deswegen können Sie das ja sagen, dass Sie sich nur am Donnerstag eine Woche vorher aber du musst halt schon sehen, dass diese Fußballwelt ist ja nicht so irrsinnig groß. Die laufen sich ja, wie gesagt, das Markus Hörwig ist der Berater, Markus Hörwig läuft Hoeneß bestimmt öfters über den Weg. Ja, das ist doch alles logisch. Ja, ich verstehe deswegen gar nicht, wieso man sich da so... Ja, nee, klar. Also mal abgesehen davon, dass es den Verein gerade echt schadet. Aber deswegen ist es ja nicht so, dass dann in Kovac-Kalender ein Termin aufpoppt, Freitag, der 30. März, Vertragsverhandlung Bayern. So ist es ja nicht. Nein, sondern absolut nicht. Es läuft ja tatsächlich da sehr oft, dass man sich irgendwo trifft und dann redet man mal. Es gibt auch einen Grund, warum im Januar schon darüber gesprochen wurde, dass er eventuell Kandidat in München ist. Außerdem haben die auch kein Auto. Die haben auch kein Auto. Und die Hoeneß hat, glaube ich, das weiß gar nicht. Der braucht ja auch nicht. Der hat wahrscheinlich drei Leute, die ihn nicht mehr. Darf ich mal die Frage in den Raum stellen? Ja, und das ist auch eine Frage, die weitergeht als das Kovac-Thema, sondern die mich generell am Fußball nervt. Und da bist du ja auch Experte, weil du hattest die Leute letztendlich mit ihren dummen, dreisten Lügen auch ganz oft am Mikrofon, wo du wahrscheinlich auch das eine und das andere Mal gedacht hast, sag doch einfach die Wahrheit. Wir wissen, dass du gerade Mist erzählst. Und was ich an dieser Sache nicht verstehe, ist, warum ist gerade im Fußball das Lügen so salonfähig? Warum kann man nicht einfach die Wahrheit sagen? Ich verstehe das nicht. Und es heißt immer, ja, weil dann die Medien und dann ist ein Shitstorm. Ja, jetzt sind die Medien und Shitstorm. Ja, warum kann man nicht... Moment, lass mich doch mal kurz den Satz... Warum kann man nicht als Nico Kovac sagen, passt mal auf, ich habe eine... Erstmal, Bruno Hübner kann sagen, ja, da gibt's eine Klausel, aber das kann ich noch verstehen, dass da man nicht irgendwelche schlafenden Hunde weckt. Aber warum kann Kovac nicht sagen, es kam eine Anfrage von Bayern das ist für jeden Trainer natürlich eine interessante Sache. Selbst Nagelsmann hat es ungefähr so gesagt. Ja, aber da hast du gesehen, dass Nagelsmann los ist. Aber das meine ich ja, das ist das Problem. Man muss es aber halt weitermachen. Du musst aber Nagelsmann ist ehrlich, sagt, ihm fliegt das um die Ohren. Wenn Kovac im Januar sagt, ja, ich habe übrigens mit Hoeneß telefoniert, kann sein, dass ich Trainer werde. Ja, und jetzt fliegt es ihm um die Ohren, oder was? Natürlich fliegt es ihm, aber es wäre ihm da genauso um die Ohren. Das wäre jede Pressekonferenz die erste Frage gewesen, wie ist die Lage mit den Bayern? Ja, er hat erste Frage und dann sagt er, sage ich nichts. Und dann macht der zweite Journalist, versucht dann nochmal mit der anderen Wording dieselbe Frage zu machen. Und dann macht Radetzky nicht Mitte April die Aussage, ja, wir wissen jetzt auch nicht, wie es weitergeht. Dann geht das Anfang Januar los, dass die komplette Beraterebene in der Kabine steht und versucht zu klären, was mit den Spielern läuft in der nächsten Woche. Außerdem auf dieser Moralebene, ich stimme ja dir zu, dass ich das alles nicht gut finde. Es geht ja nicht nur um Trainer, um Ablösesummen und sonst was alles, wo du mich da gefragt hast.
Das ist keine Frage von Moral, solange das im Prinzip ein globalisiertes kapitalistisches System ist und so weiter, wo die Spielpartner diverse Sachen rauslassen oder auch nicht rauslassen. Nur Aktiengesellschaften sind gezwungen, Ad-Hoc-Meldungen zu machen und so weiter. Ansonsten hält sich das alles so im Rahmen, weil man es für vernünftig hält, dass da auch Fehler bei passieren oder dass da gelogen wird, dass sich die Balken biegen. Das ist für mich völlig klar. Teilweise können sie es auch nicht sagen, weil dann eventuell die Vertragsbedingungen sich ändern oder die Verträge scheitern. Aber mit Moral kommst du da irgendwie nicht weiter. Naja, also ich glaube, also, es ist ja ein Armutszeugnis zu sagen, man kann die Wahrheit nicht sagen. Ja, du bist sauer, das weiß ich das auch. Das hat damit nichts zu tun. Aber ich bin aber nicht, besser machen können. Ich bin aber auch nicht naiv. Ja, natürlich, naiv. Das sage ich auch. Ich bin nicht naiv. Mir ist schon klar, dass es Regeln des Geschäftes gibt und so weiter. Aber ich noch mal, wenn ich der Berater wäre von Niko Kovac, er hat jetzt den Shitstorm, er hat jetzt alles eingerissen, was er sich 2,5 Jahre aufgebaut hat. Es ist das Worst-Case-Szenario eingetreten. Vielleicht wollte er gar nicht, dass es rauskommt. Das ist das Entscheidende. Wenn da einer geplaudert hat, dann ist das Ding... Aber dann ist er naiv, weil dann ist er naiv, weil er weiß, dass Sachen rauskommen. Nein, und er, nee, ach, wann, nee, nee, nicht Sachen unbedingt. Von, nee, bei Götze nee, ist doch auch Klinsmann in der Bild gelandet. Ist zum Beispiel mit Klinsmann und Bayern ist nicht rausgekommen. Mann, aber, bis zum, okay, dann ist das die Ausnahme, die Regel bestätigt. Es passiert immer wieder, dass Sachen geleakt werden, gerade der Kontakt von Bayern und ja, aber wir spielen das Spiel doch mal andersrum. Wenn du da gesagt hättest, dass im Januar die Entscheidung... Kovac geht zu Bayern, ausgesprochen wird. Was glaubst du denn, wie die Saison von deinem Eintracht Frankfurt weiter... Nein, beantworte mir die Frage. Wie wäre die Saison von Eintracht Frankfurt weitergelaufen? Ganz realistisch. Ja. Nico! Nein, ich rede nicht von den Ergebnissen, sondern von dem Drumherum. Okay, darf ich jetzt was sagen oder nicht? Ja, du redest schon die ganze Zeit. Ja, aber er stellt mir auch eine Frage. Nico sagt so wenig. Ich habe bisher, glaube ich, 3 Sätze gesagt. Ja, aber du hast mir eine Frage gestellt. Eine Frage. Willst du sie selber beantworten oder willst du, dass ich sie dir beantworte? Leute, ich muss mal eingreifen. Es ist emotional, aber das hier ist ein Talkformat für die Zuschauer. Nee, bitte zügeln Sie sich. Ich will sie ja beantworten. Bitte beantworte jetzt diese Frage. Nein, jetzt will ich nicht mehr. Okay. Also. Gut, okay. Man muss es von Fall zu Fall beurteilen. Ich sage nicht, es ist generell so oder generell so. In diesem speziellen Fall glaube ich nicht, dass vor einem halben Jahr die Sache schon fix war. Wenn aber das Interesse von Bayern kommt und Niko Kovac in Verhandlung tritt, dann finde ich, kann er das auch sagen. Er kann sagen, auch er kann genauso gut auch zu den Bayern sagen, passt mal auf, ich kann hier noch Großes erreichen mit der Eintracht. Ich werde jetzt nicht einen Tag vom Leverkusen-Spiel und 5 Tage vom Schalke-Halbfinale werde ich jetzt nicht hier mit euch diesen Vertrag durchgehen. Ruf bitte nächste Woche nochmal an. Wenn er die Eier aus Stahl hat, wenn er dieser super souveräne Typ ist, den er immer darstellt, wieso kann er das nicht machen? Und es tut mir leid. Ich sehe es einfach nicht ein, dass man nicht sagen kann, ja, da ist der größte Verein Deutschlands, bei dem ich selber Spieler war, der hat Interesse bekundet. Es gibt noch keine Einigung, aber es wäre gelogen, wenn ich nicht zugeben würde, dass das interessant ist. Aber jetzt konzentriere ich mich auf die Eintracht. Wir haben hier viel zu erreichen und gucke dann, was dann kommt. Das kann man sagen als Trainer und damit kannst du eine Menge Sachen entschärfen. Okay, lass uns mal kurz durch. Also da ist jetzt das ist Niko Kovac, der öffentlich sagt, er verhandelt gerade mit den Bayern. Das heißt, hey, das macht man ja nur, man tritt ja nur in Verhandlungen ein, wenn man grundsätzlich sagt, okay, ich gehe davon aus, dass man sich einigt. Sonst muss man ja gar nicht verhandeln. So, das heißt, du hast einen Trainer, der eigentlich schon klar gemacht hat, ey, wenn diese Einigung stattfindet, wenn die Parameter mich zufriedenstellen des Vertrages, werde ich zu den Bayern gehen. Ja. Das heißt, in dem Moment, wo er nicht zu den Bayern geht, ist er im Prinzip gescheitert, weil er in den Verhandlungen irgendwie nicht das bekommt, was er wollte. Er ist in dem Sinne gescheitert. Er bleibt bei Frankfurt. Er wird immer die zweite Wahl sein. Es wird immer sein, ey, eigentlich war ich bei Bayern, aber meinetwegen, das Gehalt hat nicht gestimmt, die Kompetenzen haben nicht gestimmt, die Vertragslaufzeit hat nicht gestimmt. Irgendwas hat ihn dazu bewogen, bei Frankfurt zu bleiben. Das ist ja schon mal eine Situation für einen Trainer, die im Prinzip auch zu einem Lame Duck macht. Aus der anderen Seite hast du die Bayern. Die Bayern hatten gerade medial einen Shitstorm, weil sie Tuchel verbockt haben. Die öffentliche Wahrnehmung war, ey, Bayern war zu spät bei Tuchel, weil sie sich zu lange auf Heynckes konzentriert haben. Da hatte Tuchel schon eine andere Klammer auf PSG, Klammer zu, und musste Bayern absagen. Was für den Krösus der Liga, eventuell Europas, natürlich erstmal eine Schlappe ist. Eine Absage zu kassieren von einem Trainer, der seit einem Jahr auf dem Markt ist, gefühlt. Wenn die jetzt öffentlich sagen, wir verhandeln jetzt mit Niko Kovac und die Verhandlungen mit Kovac scheitern, dann sind die Bayern, haben sie den nächsten Shitstorm, weil sie öffentlich mit einem Trainer verhandeln und das dann wieder scheitert. Das heißt, der nächste Kandidat, der mit den Bayern ins Bett geht, ist maximal in der öffentlichen Wahrnehmung die dritte Wahl für die Bayern. Und dann geht der Trainer wiederum massiv beschädigt in sein Amt bei den Bayern rein und die Bayern wiederum als Verein haben auch eine Beschädigung. Also wo ist das Interesse von Bayern oder von Kovac oder von irgendjemandem, diese Zwischenverhandlungen vor einem Endergebnis öffentlich zu machen?
Also genau. Kovac ist doch weg. Ich finde, jetzt können wir das auch beenden. Aber kann mir irgendjemand das beantworten? Ja, ich bin voll bei dir. Ja, aber es ist ja alles schön und gut. Aber jetzt ist, wir spekulieren und die Frage es geht, war ja auch... Ja, es geht ums Grundsätzliche. Du kannst es hier aber nicht klären. Und du kannst auch nicht die Frage klären, ist er der richtige Trainer? Das war ja die Ausgangsfrage für die Bayern oder so. Also da kommen wir jetzt nämlich zu Rolle. Oh. Weil Tobi wartet schon die ganze Zeit mit seiner verdammten ich hätte Kompetenz. Ja, war Holler. Hollerbach ist ja auch frei, oder? Warum müssen alle immer pieken in meine Seele? Tobi, lass uns mal ganz kurz tatsächlich wegkommen von dieser sehr, auch davon lebt Fußball, von dieser Emotionalität. Und wenn man sich nicht damit identifizieren würde, dann wäre Fußball auch nicht das, was es ist. Also nur die Emotionalität ist der Motor für all das. So, von daher ist das auch korrekt und hat seinen. hat seinen Platz. Du kannst den schönsten Motor bauen, ohne Benzin fährt er nicht. Und Emotionen sind das Benzin. Oder diese. Und jetzt kommst du mit deiner Fachmenschen-Einschätzung, ob der Trainer Niko Kovac zu den Bayern passt. Ja, das kann ich gar nicht sagen, aber es ist eine ganz, ganz spannende Sache, die halt vollkommen untergeht in dieser Sache. Du hast es vorhin schon so angeteased, vor einer halben Stunde oder so, dass Niko Kovac ist seit 2 Jahren Trainer im Profibereich. Er hat vorher eine Nationalmannschaft trainiert, was dir jeder sagen kann, was ganz anderes ist. Er hat im Jugendbereich trainiert, okay, das kann man anerkennen, aber seit 2011 auch erst, oder seit 2010, glaube ich. Also noch nicht so unendlich lange. Er hat jetzt eine Profistation gehabt. Guck dir mal an, wen haben die Bayern zuletzt verpflichtet? Louis van Gaal, Champions-League-Sieger. Ja. Jupp Heynckes, Champions-League-Sieger. Pep Guardiola, Champions-League-Sieger. Carlo Ancelotti, Champions-League-Sieger. Das ist jetzt mal der riskanteste Trainer seit Jürgen Klinsmann und vielleicht sogar halt nach Sören Larry und Jürgen Klinsmann der riskanteste Trainer, den sie je verpflichtet haben. Weil er hat noch nie Champions League trainiert, er hat noch nie Doppelbelastung trainiert, wo ich ja jede Woche predige, für einen Trainer ist das eine riesen Umstellung, wenn du Doppelbelastung trainieren musst. Das ist, und Regenerationssteuerung. Peter Herrmann, der Co-Trainer. Das ist eine spannende Frage zum Beispiel. Wer wird jetzt Co-Trainer? Armin Reuterzahn jetzt sein Co-Trainer? Nee, so, Robert doch, ne? Ja, Robert, klar, aber er braucht ja noch einen zweiten wahrscheinlich. Also jetzt hat er Armin Reuterzahn. Kann gut, dass Peter Herrmann bleibt bei den Bayern. Ja, das hat er noch nicht, er hat im Kicker, habe ich heute gelesen. Und was ich fand ja süffisant Heynckes Äußerung, dass er Leverkusen zutraut, in der nächsten Saison Meister zu werden. Das fand ich auch eine sehr, sehr spitzfindige Bemerkung. Ja, ein bisschen, ne? Ja, finde ich interessant. Also, mal ganz ehrlich, ich kann die Emotionalität verstehen. Als Fan wäre ich auch sauer. Ich bin mir bei meinem Verein St. Pauli ja auch nicht sicher, ob Kauczynski der Richtige ist. Also gut, okay, die Dortmunder wissen nichts mit Stöger anzufangen mehr und schreien auch rum. Es ist vielfach Spekulation. Wir können hier letzten Endes nicht klären, wie das war genau, wer da geplappert hat bei Kovac. Wir können auch nicht klären, wie das nun wird in der Zukunft. Es kann sein, dass er genauso, das spekulieren auch viele, abgesäbelt wird, nach 6 Monaten ist Schluss. Es kann aber auch sein, dass er seinen Erfolg da fortsetzt. Es wird darauf ankommen, wie er mit diesen verschiedenen Charakteren so umgehen kann oder annähernd so umgehen kann, wie Jupp Heynckes das gemacht hat, der es tatsächlich schaffte und schafft, alle zufriedenzustellen, auch wenn sie auf der Bank sitzen nur, dann jubeln sie mit bei Toren und so. Also da ist Jupp Heynckes ganz groß. Und ich weiß nicht, ob Kovac das auch kann, aber das wird die wichtigste Aufgabe sein, denn spielen können die alle. Fußball spielen können die da. Also normalerweise brauchst du da nicht viel machen als Trainer, sag ich mal. Du musst nur die Mannschaft bilden. Ja, das hat Ancelotti ja jetzt auch nicht gereicht, ne? Ja, aber Ancelotti scheinbar kam mit den Charakteren und den verschiedenen Menschen so nicht klar und aber hat sie auseinandergebracht. Ich finde das schon interessant. Das ist ein interessantes Projekt jetzt erstmal so. Jetzt mal was ganz. Ein Trainer, der das noch gar nicht kennt und der auch noch nicht mit diesen Spielern zusammengearbeitet hat. Auch unbelastet. Man darf auch nicht vergessen, in Kroatien hat er auch mit Topspielern zusammengearbeitet, aber da ist er nicht so zurechtgekommen. Luka Modric, wenn du den heute auf. Ja, aber Kovac anspricht, hat er eine andere Meinung. Er hat aber vielleicht gelernt, wenn du jetzt siehst, das erinnert mich so ein bisschen an Dirk Schuster, der aus gescheiterten, verelendeten und weiß ich was für Fußballern mit Darmstadt da plötzlich eine tolle Mannschaft gemacht hat, zumindest für ihre Verhältnisse, dann aber zu Augsburg gegangen ist, gescheitert ist, weil das ließ sich nicht übertragen, das Modell. Jetzt Kovac mit Prinz Boateng und so weiter, Haller und so und Gacinovic und verschiedene Leute und Rebic und so, der ja auch nicht einfach ist. Also da auch eine Top-Mannschaft gemacht hat. Und jetzt darf man ihn fragen, ja,
das ist das so ein einmaliger Akt, wo ihm alles passte, wie Fritz von Turnitz-Sachs es immer sagt, es muss passen. Kann er was mitnehmen für die Zukunft der Bayern? Ne? Das ist eine ganz spannende Frage, finde ich. Weil wenn es nicht passt oder so, dann wird es auch nichts. Das hat man wirklich, Schuster ist ein Paradebeispiel dafür. Der mit Darmstadt passte das hundertprozentig mit den Leuten. Was hat er aus Wagner gemacht allein? Ne? Und so jetzt ist die Frage, kann Kovac das auch, was er in Frankfurt geschafft hat, bei Bayern umsetzen? Aber das werden wir erst dann sehen. Da können wir spekulieren noch und nöcher. Vielleicht haut ja mal einer der Nationalspieler nach der WM oder so einen raus. Oder wenn das Trainingslager ist oder so. Bin ja mal gespannt. Und können auch Hoeneß und Rummenigge damit umgehen. Bei den Bayern werfe ich eins vor. Sie haben es in all den Jahren versäumt, eine starke zweite Reihe aufzubauen. Dass Brazzo eine starke zweite Reihe ist, halte ich für ein Gerücht. Was ist eigentlich, wenn die in einigen Jahren müssen sie ja irgendwann abtreten und so weiter. Und wo ist da die Reihe, die das dann fortsetzt und so weiter? Ne? Das ist, glaube ich, eine viel zentralere Frage. Dann werden auch Robben und Ribéry gehen. So, dann, was ist, wenn die beiden aufhören? Ne? Da muss man mal die Vollzugsanstalten in Bayern mal abklappern, gucken, was da so rumläuft. Was hast du jetzt gesagt? Ja, es ist aber tatsächlich, das Letzte, was du gesagt hast, da nochmal, das ist tatsächlich auch interessant, glaube ich, für die Bayern, weil das sind diese Altvorderen, die lassen auch nicht viel Macht zu. Ein Eberl ist nicht gekommen aus Gladbach, weil ihm die Machtfülle zu gering war, so interpretiere ich das. Ein Philipp Lahm, der offensichtlich sehr genau smart ist, ist aus den gleichen Gründen nicht gekommen zu den Bayern. Also sie haben, nicht in Kauf genommen, Macht abzugeben, um längerfristig was aufzubauen. Wieso grinst du so viel Sand? Was hast du da gelesen im Chat? Salt. Lese ich das. Ja. Assault of Salt. Solange die beiden davor sind, ne? Ja, genau. Aber sie versäumen es, eben eine starke, sag ich mal, Front nach sich aufzubauen. Und das gleiche Flügelproblem, was sie auf dem Platz haben, haben sie dann auch, sag ich mal, auf der Geschäftsstelle. Von daher denke ich auch, dass es interessant sein wird. Sie wollten ja Lahm, darf man nicht vergessen. Lahm hat abgesagt. Sie haben Lahm nicht die Kompetenzen gegeben. Ja, aber Lahm, das haben wir wollte. Ja. Der HSV hat das ja eh nicht fabriziert. Der eine hat Klopp abgelehnt und so weiter. Und warum ist Schmadtke nicht gekommen? Warum würde Held niemals kommen? Weil die Führungsstrukturen so sind, dass sie da ihre Rolle nicht finden. Und wie sollen jetzt starke Leute bei den Bayern, die da oben thronen, wie sollen die da ihre Rolle finden? Ja. Dass Salihamidžić das nicht ist, das ist ja wohl. Aber weißt du, was ich so unangenehm finde, ist, wie die Bayern ständig, und daran erkennt man das ja, ständig versuchen, ihn stark zu reden. Weil jemand, der wirklich stark ist, den musst du nicht stark reden. Aber sie sagen bei allem, ja, das war die Entscheidung von Salihamidžić. Ja, Salihamidžić hat das im Alleingang und bla bla bla. Und es ist ja, es ist ja traurig mit anzusehen. Aber selbst Matthias Sammer, der ja wirklich eine Persönlichkeit ist, eine raumeinnehmende Persönlichkeit, um es mal positiv zu formulieren, der stand ja irgendwie im Schatten. Gut, der hatte auch noch einen Pep neben sich, ne? Aber also man hat nicht das Gefühl, dass überhaupt neben Hoeneß und Rummenigge groß Platz zum Florieren ist, sage ich mal. Also ich wüsste jetzt niemanden, der da in die Schuhe, also solange die noch da sind, aktiv. Aber hat Philipp Lahm jetzt nicht irgendwie signalisiert, dass er doch bereit wäre für eine Position? Ganz ehrlich, Philipp Lahm, wenn ich so mal die Interviews berücksichtige und so weiter, er ist ja durchaus ein cleverer Mensch oder so. Aber du brauchst, um den Job da zu machen und nach Hoeneß und nach Rummenigge, brauchst du natürlich noch ein bisschen vielleicht an Persönlichkeit, an Erfahrung, an Fortune. Weiß ich nicht, das ist schon extraordinär, was die da haben. Ne? Auch wie sie vorgeprescht sind. Ne? Ja. Wo in bestimmten Momenten, wo die Mannschaft gewonnen hat, draufzuhauen und wenn sie verloren hat, zu sagen, sie zu verteidigen, sie haben gut gespielt. Dann ganz gezielt die Gegner anzugreifen und so weiter und so fort. Ne? Da ich erinnere damals an Willy Lemke, der sich ewiges Scharmützel da geliefert hat. Ne? Mhm. Es gibt ja kaum Gegner in der Bundesliga für die Bayern. Jetzt meine ich nicht die Mannschaft, sondern das Führungspersonal. Ne? Watzke wird da immer noch gehandelt, aber ist es da wirklich? Tönnies ist eher da ein guter Freund, glaube ich noch. Bobic hat sich in Position gebracht, würde ich sagen. Ja, aber Bobic braucht wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Der braucht vor allen Dingen Erfolge, weil sonst irgendwie verpufft das auch. Die machen alles nieder. Also das ist ganz, ganz schwer. Ist euch mal aufgefallen, dass die Bayern, alle Bundesligisten sind ja unter ihnen, ne? Und die sind immer sehr scharf.
Also wenn es darum geht, da zu wildern oder einfach ihre eigenen Interessen zu verteidigen, sind die sehr scharf, sehr dominant und bissig. Und wenn es aber um den Umgang geht mit anderen Vereinen, also Real Madrid, Barcelona, Mannschaften auf Augenhöhe, da sind die ja ganz anders. Also es wird immer wieder betont, wie toll das Verhältnis zu Real Madrid ist. Und dann werden da Deals gemacht und da kommt nie irgendein böses Wort über Madrid oder sowas. Die Bayern machen das, was ihnen passt. Das ist auch Rummeniges Beurteilung von Schiedsrichterleistungen. Wenn es zum Beispiel gegen Dortmund die Fehlentscheidung, da hat er die Schiedsrichter in Schutz genommen und wir können nicht die Schiedsrichter dann so anmachen und so weiter und so fort. Ja, gut, und als dann die Bayern mal ein bisschen scheinbar benachteiligt wurden, da hat er auf die Schiedsrichter draufgehauen, wie nichts Gutes. Ne? Ja, aber die machen das par excellence. Ne? Die werden ja auch gehört. Das Problem ist natürlich in der Medienlandschaft auch, dass wenn da einer einen Pups macht, dann ist das auf Seite 1 oder so. Und wenn hier in Augsburg jemand einen Pups macht, dann weiß ich, hören die Augsburger das noch nicht mal. Also das ist ja diese Aufmerksamkeit. Ne? Es ist wirklich so. Ich habe das auch erfahren. Die Macht der Bayern ist unfassbar groß. Was meinst du mit, du hast das erfahren? Ja, ich habe das insofern erfahren, es sicherlich Einfluss hatte auch auf meinetwegen Rechtevergabe. Ne? Wenn, ich möchte daran erinnern, ich weiß gar nicht mehr, welche Saison es war, da war der Vertrag mit Premiere oder Sky gerade eingetütet. Die Saison hat noch gar nicht begonnen. Da hatte, glaube ich, Rummenigge schon gefordert, ihr werdet euch vielleicht erinnern, dass man doch die Fernsehgebühren um 1 Euro erhöhen sollte. Ich glaube, es war dann doch Sky schon. Um 1 Euro erhöhen sollte, damit die ARD das auch bezahlen kann und so weiter und so fort. Da hatten wir erst die Rechte gekriegt für 4 Jahre. Das heißt, der Druck, den die aufbauen auf alle Beteiligten, ist unfassbar groß und auch ihre Macht. Und sie waren ja nun richtig beleidigt und angepisst, dass ausgerechnet was haben sie gesagt zum Zweitligisten St. Pauli mit der 50-plus-1-Regelung, dass sich da hinstellt und so eine Ad-Hoc-Sache durchbringt, so einen Antrag. Und irgendwas haben sie doch gemacht, so eine Bemerkung. Ein kleiner Zweitligist oder sowas. Ja, auf jeden Fall irgendjemand, der... Herrn Rummenigge hat quasi St. Pauli vorgeworfen, über Dinge zu entscheiden, wo sie eh keine Rolle spielen. Ja, wo sie nichts mit zu tun haben. Ja, quasi. Ja, so ungefähr. Na, das heißt, ich wollte ja auch nur sagen, die Macht und der Einfluss waren und sind sicherlich noch sehr groß. Das ist einfach so. Und das betrifft alle. Gut. Wir machen gleich ein bisschen Werbung. Wir haben jetzt viel über die Bayern geredet, über Kovac geredet, aber hier, schaut euch mal diese lange Liste an, was da noch alles draufsteht. Unter anderem natürlich der Spieltag. Da ist ja auch noch eine Menge passiert. Tabellarisch, Champions-League-Plätze, Abstiegsplätze. Heute Abend kann auch viel passieren. Ihr wisst ja, heute ist das Montagsspiel. Freiburg in Mainz. Und wenn Mainz das gewinnt, dann kann man sich im Prinzip fast schon vom HSV und vom ersten FC Köln verabschieden. Also ich sage das auch jetzt mit einer Kovacschen Kühle, die aber gespielt ist, weil ich natürlich eigentlich hier sitze und denke, fuck, heute Abend ist vielleicht der Abstieg so gut wie besiegelt. Von daher, das ist auch noch sicherlich Thema und wir haben noch DFB-Pokal und so weiter und so fort und jetzt haben wir erstmal ein bisschen Werbung. Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Herzlichst willkommen zurück, Bundesliga live. Heute vielleicht mit ein bisschen Verlängerung, passend zum DFB-Pokal, da gibt es ja auch Verlängerung. Machen wir heute vielleicht ein bisschen länger. Und wir haben ausgiebig jetzt geredet über Niko Kovac, über Frankfurt und die Bayern und es war sehr emotional. Jetzt ist endlich die Zeit gekommen, wo wir einen Bumper zeigen können. Das konnten wir die ganze Zeit noch nicht. Hier ist ein Bumper, er heißt Analyse. Tobi freut sich da drüben im Halbschlaf. Jetzt kommt wieder deine Tagesordnungspunktliste. Topspiel der Woche ist heute. Das Revierderby ist heute das Topspiel der Woche. Ja, Schalke gegen den BVB. Wer hat's gesehen? Habt ihr das alle gesehen? Ja, ich in ganzer Länge. Also mit einem halben Auge. Ich fand es ziemlich langweilig. Ich hatte das aber Gefühl. Völlig verdient. Und mich hat es doch erstaunt. Schalke nach der Nummer in Hamburg, wo aber mit Embolo in der Startelf, der keinen Ball getroffen hat in Hamburg und so weiter, der dann auch folglich wohl auf der Bank saß, mit Schöpf in der Anfangsformation, die waren von der ganzen Körpersprache, die waren bissig, die wollten es unbedingt
Und Dortmund stand sehr tief, bis auf die letzten 20 Minuten, und hat sie gewähren lassen und hat überhaupt keinen Zugriff gefunden auf das Spiel. Also völlig verdient, außer Rand und Band, muss man zum Teil sagen, wie die Jungs aufgedreht haben. Ne? Die haben gespielt, wie ein Revier-Dürre gespielt werden muss. Caligiuri, ne? Zum Beispiel oder ja. So. Ne? Ja. Ich finde, das war eine ganz andere Mannschaft als in Hamburg noch. Ja, gut, es war ein anderes Spiel. Ne? Ja. Ist halt Derby und das ist die Meisterschaft so ein bisschen für Schalke. Gerade nach dem 4:4, ja. Das war ja sehr emotionalisiert. Dann haben sie auch dieses Jahr ihre Chance gerochen. Und vor allen Dingen, es ging ja darum, wer ist die Nummer 1 im Revier. Weil wenn Dortmund gewonnen hätte, wären sie punktgleich gewesen mit Schalke, meine ich. Ne? Und das ist ja schon sehr wichtig, wer am Ende, also zum ersten Mal seit wie viel, ich weiß nicht, wie oft war Schalke in den letzten 10, 15 Jahren vor Dortmund? Ist auch nicht so oft vorgekommen. Ne? Also es ist schon wichtig für die. Der besiegt seit 2014. So, siehst du? Und ich glaube, er ist der vierte oder so in diesem Jahrzehnt. Ja, und das ist, und so haben die Spieler auch, wie du es gerade sagst, ich bin voll bei dir, so haben die auch gespielt. Die haben gespielt wie ein Pokalspiel. Die haben die von Anfang an gehetzt und sind gerannt. Und es hat das Dilemma von Dortmund aufgezeigt. Ne? Das haben auch viele Fans Stöger vorgeworfen, der da teilnahmslos am Rande saß oder stand und wahrscheinlich auch nicht wusste, was. Dann bringt der Götze in der 86., wo du ihn auch nicht mehr bringen musst. Also es gab keinen Zugriff. Einige Spieler und nicht nur Schmelzer waren völlig von der Rolle irgendwo. Kein Zugriff auf das Spiel. Und das zeigt das Dilemma von Dortmund, wo du denkst, naja, gegen Stuttgart, das war doch wieder ganz gut, aber auch nicht die ersten 20 Minuten, da war Stuttgart besser, bis dann das Tor fiel und dann war so eine Art Bann gebrochen. Denn Batshuayi, der sich jetzt auch noch verletzt hat und Sprunggelenk und nicht mehr in dieser Saison spielen wird, falls er überhaupt noch jemals wieder spielen wird hier für Dortmund, nicht zurück muss, der hat auch keinen Ball getroffen. Der war nicht in der Lage, irgendwo einen Ball auch mal zu halten oder so. Also ich fand, das war ganz schwierig. Und ich glaube, dass Dortmund, ich habe gesagt, dass Stöger ein toller Mensch ist, ein toller Typ, finde ich, nach wie vor. Aber dass er nicht zu Dortmund passt. Und dass Dortmund auch, was die einige Spieler angeht, eigentlich einen kompletten Neustart im Sommer machen muss. Auch nach ihren Ansprüchen gemessen. Ja, wahrscheinlich auch kommen wird. Man hat ja auch gesagt, Geld ist da, Geld wird in die Hand genommen. Viele Millionen sind ja geflossen in den letzten Jahren und ich glaube, da ist jetzt auch mal der Mut da, die auch auszugeben. Und das wird meiner Meinung nach auch mit einem neuen Trainer passieren. Ich glaube, es wird natürlich nicht öffentlich gesagt, weil du sonst den Trainer total beschädigst und solange du auch noch niemanden hast, wenn du jetzt sagst, Stöger geht und du hast noch keinen neuen, setzt der Verein sich so massiv unter Druck. Aber solange er sagt, wir schauen mal in Ruhe, wie die Saison sich ausklingt, parallel wird unter Hochdruck daran gearbeitet, einen neuen Trainer zu finden, da bin ich mir sicher. Und wenn sie einen haben, spätestens dann denke ich mal, wird das auch bekannt gegeben. Also der Kicker sagt, es ist noch offen. Also ob Peter Stöger ja, aber ich sage das anders. Ja. Bundesliga sagt das anders als der Kicker. Warum soll der Kicker mehr wissen als Bundesliga? Ja. Ich sage, Stöger geht und ich glaube auch, Stöger mit Schmadtke, ne, diese Jahre da, die erfolgreichen Jahre, da war Stöger eigentlich auch nicht anders, aber Schmadtke hat da viel gearbeitet, auch medienmäßig und so weiter, viel nach außen gearbeitet, war extrovertiert. Zorc macht nicht sehr viel und da, ich finde, Stöger ist da ganz allein. Ist auch allein gelassen für meine Begriffe. Und weiß vielleicht selber nicht so recht, wie damit umgehen. Das sind 80.000 im Stadion, da ist die Wand. 25.000. Da sind Emotionen gefordert. Die haben Klopp erlebt, wie ein Derwisch, der da durchgefegt ist. Und Tuchel, der aber sportlich erfolgreich war, aber auch sehr emotional, auch an der Außenlinie. Nicht so wie Klopp, aber... Und dann ist da einer, der eigentlich relativ ruhig ist. Und das passt irgendwie nicht. Es passt auch vor allen Dingen nicht zusammen. Na? Du musst ja auch immer so ein Duo haben. Du hast es doch auch schon bei Tuchel gemerkt, dass du einen Trainer brauchst in Dortmund, der die Fans mitnimmt. Ja, deshalb fand ich die Verpflichtung von Stöger auch so ein bisschen komisch, zumal er sogar noch beschädigt war, weil er jetzt bei Köln ja, wie gesagt, nach einem wirklich katastrophalen Hinrunde sozusagen rausgeschmissen wurde, also auch schon beschädigt kam. Da kam jetzt nicht der Maker, der Macher von irgendwas, sondern da kam auch ein beschädigter Trainer, der überhaupt nicht über die Eigenschaften verfügt, um das Dortmunder Umfeld mitzunehmen. Und das war eine von vornherein. Und dazu kommt dann noch die taktische Geschichte, die Tobi hier mehrmals erklärt hat, dass auch taktisch die Art und Weise, wie ein Stöger spielen, das eigentlich nicht zu Dortmund passt.
die Entscheidung war einfach nicht so glücklich. Fragen wir Tobi doch mal, denn du hast ja ein kleines Taktikboard. Wie sah das denn aus? Ich habe jetzt gar nicht so sehr mich auf Dortmund spezialisiert, weil Dortmund habe ich hier schon alles zu gesagt. Meine Meinung ist bei allen Zuschauern bekannt, dass ich genau dieselbe Meinung habe, dass Stöger nicht nach Dortmund passt. Was man halt wieder gesehen hat in diesem Spiel, also ich fand die erste Halbzeit war halt noch, die war sehr lahm, da hat sich ja Dortmund sehr weit hinten reingestellt und Schalke hat dann auch ein bisschen auf Sicherheit ein paar Bälle auf Burgstaller vorne, ja, keinen Ballverlust provozieren, ja, keinen Konter zulassen und dann das 0-0 halten. Nach der Pause fand ich, war dann Schalke so richtig griffig und jetzt kann ich mal hier so ein richtig schönes, das ist, kannst du mal eigentlich ein Lehrbuchbeispiel nehmen, dieses 1-0 Treffer, wie sie den rausgepresst haben, kann man sagen. Weil die Situation im Spielaufbau von Dortmund, das kann man gleich in zwei, drei Takte zu sagen, die stehen nicht gut. Burgstaller steht hier vorne schon so, dass er genau diesen sämtlichen Wege, die hier so sind, wegblockt. Also er lenkt den Ball nach außen. Er will, dass Sokratis diesen Pass hier spielt. Das ist ganz klassisches Pressing, den Ball wirklich zum Außenverteidiger provozieren. Und dann geht's halt so richtig los, die gesamte Mannschaft macht mit. Caligiuri hier mit der 18, noch sehr weit hinten, schießt plötzlich heraus wie ein Derwisch, die ganze Mannschaft verschiebt hin. In diesem Fall, Schmelzer verliert da den Ball. Ja, ne? Schmelzer verliert da den Ball. In diesem Fall ist es aber dann eine blöde Annahme von Schmelzer gewesen, aber der Ball wäre sowieso bei Schalke gelandet, sage ich. Weil wenn man hier guckt, Burgstaller macht sofort mit, schließt hier sofort wieder den Rückpassweg. Goretzka ist auch sofort dabei, schließt den Passweg zu Reus. Caligiuri läuft wieder so an, dass wenn der Ball irgendwo hingespielt werden kann, wenn Schmelzer den Ball besser annimmt, hätte er ihn hier auf Außen spielen können. Aber dann kannst du auch wieder sofort mit zwei Mann raufrücken. Und das ist halt wirklich so, das nennt man Pressingfalle im Fachdeutsch, weil es halt eine Falle für den Gegner ist. Man will den Gegner genau dahin locken, man stellt ihm eine Falle. Und in diesem Fall ist das perfekt aufgegangen. Da sieht man halt, wie perfekt Schalke das auch gemacht hat. Also ist der Fehler im Prinzip schon bei Sokratis schon, passiert. Der Fehler ist schon von Sokratis, der diesen Pass genau dahin spielt, wo zu spielen, wobei der Abstand war schon relativ groß, wenn Schmelzer den besser kontrolliert. Ja. Aber er springt ihm deutlich vom Fuß. Eine gute Mannschaft spielt das nicht so. Eine gute Mannschaft hat da noch mehr Anspielstationen. Weil wenn ich hier in dieser Situation bin, guck mal, wo Schein steht hier unten, überhaupt nicht anspielbar. Wenn Schein hier spielt, hat er noch mehr Optionen, es aufzulösen. Ja. Aber bleibt halt hier wirklich am Arsch der Heide. Reus ist hier hinter, versteckt sich. Hier, dieser Raum hier auch komplett unbesetzt, 10er-Raum. Auch hier wieder keine Möglichkeit, das aufzulösen. Sonst kann man ja einen langen Ball spielen auf Batshuayi. Batshuayi legt ihn vielleicht hierhin ab. Das wäre dann auch eine Option, die ist auch nicht gegeben. Aber was ist denn in der 21 da oben? Die kann man ja wohl anspielen. Die 21 kann anspielen, habe ich ja gerade erklärt. Wenn er die 21 anspielt, dann gewinnt Schalke den Ball 2 Sekunden später. Dann gibt es natürlich das Tor nicht, klar, da gibt es den Konter nicht, aber dann machen die so. Und der 21 hat wieder keine Möglichkeit. Ja, also wenn er den Ball in den Raum spielt. Wenn der Ball in den Raum spielt, hat er immer noch eine gute Zugriffsoption. Mhm. Und das ist nicht leicht. Folgendes: Er spielt den Ball auf die 21. Der Außenverteidiger Schalkes rückt aus, um das Pressing anzusetzen. Rechts. Der hier, der da. Wer ist das? Der 17er, das ist Stambouli. Stambouli läuft, wie du gerade gesagt hast, auf den 21er drauf. Mhm. In dem Moment, das ist Batshuayi, ja. Spielt der 21er den Ball direkt in den Lauf zu Batshuayi, der einen Schritt schneller ist als hier Naldo oder wer das ist, spritzt hier rein in den 5er und bam, haut ihn rein. Das ist tatsächlich die Stöger-Lösung. Die Stöger-Lösung sieht halt noch eigentlich hier vor, deswegen steht auch Reus hier. Die Stöger-Lösung sieht tatsächlich das vor, der Ball geht hier raus. Und halt nicht mit Batshuayi, aber mit Reus geht dann in diesen Raum rein. Das wäre die optimale Lösung. Aber die kennt jeder, also das macht Stöger jedes Mal, die kennt mittlerweile jeder Gegner. Salzburg hat schon genau so gepresst und Salzburg hat schon gezeigt, wie man das tot macht. Also das ist halt so das, was... Und deswegen lässt er auch Reus auf der 10 spielen. Das ist jetzt, um es mal ganz tief reinzugehen, aber... Und dazu kommt noch, dass Schalke sehr schnell, aggressiv, gerade Caligiuri und so weiter waren. Das heißt, sie haben einen sehr weit vorne gestanden, haben ein sozusagen Gegenpressing. Sie haben eigentlich Dortmund gar keine Luft gelassen zum Atmen. Ne, und sie haben dies, was du auch sagst, die Fehler praktisch provoziert auch dann. Ja. Ne? Und das hat Schalke auch sehr gut gemacht. Und wenn wir auf den Trainer nochmal kommen, das wäre durchaus ein Risiko von Heidel, Tedesco zu verpflichten. Genauso wie viele sagten, bei Werder Kofeld zu verpflichten, immer diese jungen Trainer. Es kann auch mal nicht so gut gehen wie bei Bremen mit Nuri oder wie bei mit erfolgreich oder relativ erfolgreichen Weinziel oder Breitenreiter auf Schalke und so weiter. Das ist immer ein gewisses Risiko. Aber
sie haben es jetzt in diesem Spiel gezeigt, dass sich das lohnt. Ich habe viel an Schalke zu kritisieren gehabt in den Spielen davor, die sie immer 1-0 gewonnen haben, wo sie wirklich mit mehr Glück als Verstand da in Wolfsburg zum Beispiel, verschießt Wolfsburg einen Elfmeter und dann gewinnen sie durch ein Eigentor auch noch. Also sie haben gar nicht so gut gespielt. Ne? Sie standen defensiv ganz gut. Aber das ist jetzt so ein Spiel gewesen, finde ich, wo sie auch richtig gut gespielt haben. Sie hatten ja auch mehr Chancen. Also völlig verdient auch mal. Und jetzt zahlt sich das vielleicht aus. Ne? Auch die Tedesco Masche auch erstmal da richtig Sicherheit reinzubringen und so weiter. Und dann danach auch spielerisch das zu liefern. Ne? Ja, absolut. Da hat man auch gesehen halt, also Caligiuri wird sowieso unterschätzt, der spielt eine Wahnsinnssaison, hat das Tor eingeleitet, hat es danach auch perfekt gemacht, diesen Konter abgeschlossen. Also wirklich, das ist auch wieder schulbuchmäßig gewesen. So lange verzögern, bis Sokratis den Passweg aufmacht und dann den Pass spielen im richtigen Moment. Wo spielt Caligiuri auf Schalke genau? Welche Position? Der rechter Winbeck. Also rechter Wingback, rechter Außenverteidiger, aber in der Fünferkette. Also, Aber ist er für eine Viererkette nicht geeignet als Außenverteidiger? Doch, hat er ja auch schon gespielt. Du kannst ihn auch auf rechts außen aufstellen. Ist ja eigentlich sogar neu, dass er in der Fünferkette ist. Worauf ich hinaus will, ist, warum ist der zum Beispiel kein Kandidat als Backup für Kimmich? Weil er auf Schalke spielt und vorher Wolfsburg und so weiter. Und ist er nicht Italiener? Aber er ist auch defensiv nicht so auf dem Sichtfeld ist. Das Problem bei der Nationalmannschaft ist doch mal ganz ehrlich. Solche Spieler wie Caligiuri, ne, die jetzt auch so einschlagen, die müssten bei Bayern spielen, um wirklich ins Blickfeld zu gehen. Oder zumindest bei Dortmund oder irgendwie in der Richtung. Das ist eben so. Oder Stuttgart. Also er hat ja schon Stuttgart ist noch ein Sonderfall. Also er ist ja nicht festgespielt, aber er hat schon mal bei Italien, war schon mal bei der Nationalmannschaft. Aber deswegen. Er ist doch auch, Caligiuri ist auch meines Wissens jetzt defensiv der ist nicht auch so stark. Der ist schon stark, aber er ist ja auch 30, also das würde ich jetzt auch nicht unbedingt. Das Problem ist, dass du solche Mann, das ist jetzt wieder die Kunst von Tedesco, wir haben vorhin gesagt, du musst eine Mannschaft bilden. Und das hat er jetzt geschafft, ne? Das ist auch eine Kunst aus verschiedenen Individualisten, wo du denkst, oh, Caligiuri vor Wolfsburg, das ist auch irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei. Und dann siehst du plötzlich, da findet jemand seine Rolle in diesem Team, ne? Genauso wie der alternde Naldo immer noch seine Rolle da hat und so weiter. Wobei sie jetzt mit Sané von Hannover 96 schon ein Backup sozusagen geholt haben. Aber das ist eben die Kunst. Ich glaube, das ist wirklich die Kunst. Und das muss ich Tedesco hoch anrechnen, dass er das geschafft hat, da eine Mannschaft draus zu machen. Ich war gegen den HSV nach dieser Niederlage noch nicht überzeugt. Da dachte ich, oh Mann, was spielen die denn für Mist? Aber vielleicht war der HSV auch so gut an dem Tag. Warum kann man das nicht einfach mal sagen? Ja, der HSV war gut an dem Tag. Genau, aber jetzt muss man Tedesco dann auch mal loben. Und normalerweise ist Dortmund jetzt gefordert, auch deshalb jetzt wirklich sich Gedanken zu machen, was brauchen wir für einen Trainer und was brauchen wir für Verstärkung. Und das ist nicht nur Millionenspiel. Ne? Sie sind wirklich gefordert da. Guck mal, andere Mannschaften wie Bremen oder so oder auch Hamburg durchaus ziehen da junge Leute hoch. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ist nach Reus jetzt irgendwas von Dortmund noch gekommen? Und Schmelzer aus der eigenen Stube? Ja, so aus der eigenen Stube irgendwie. Naja, also es gab, du hast einen Pulisic, der, glaube ich, auch schon eine Weile vorher... Ja, der war auch schon mal ganz gut dabei. Der ist jetzt auch nicht mehr so stark. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, aber der Junge ist 19. Das ist normal. Als ich 19 war, habe ich auch nicht immer diese Leistung gebracht. Ach, du nicht. Nein, ich finde ihn ja auch eigentlich ganz gut. Aber ich meine nur, da in dieser Richtung, da sind sie gefordert. Das ist nicht nur, weil das vorhin kam, dass sie jetzt richtig Geld in die Hand nehmen müssen. Sicherlich auch. Gerade für vorne, aber noch mehr ist gefordert, jetzt das zu machen, was Schalke jetzt doch schon geschafft hat, ne? Ein Team zu bilden. Ja, gut, also Schalke beeindruckt, Dortmund taumelt sich hoffentlich auf den Champions-League-Platz aus Dortmunder Sicht, denn dann kann so ein bisschen der Neuanfang beginnen. Man hat sicherlich dann auch andere Argumente Spielern gegenüber, wenn man Champions League spielt, nicht nur finanziell, sondern dass du eben auch sagen kannst, ey Junge, komm nach Dortmund, ihr spielst die Champions League. Wo man mit Sicherheit nicht Champions League spielen wird. Oh, schee, jetzt kam hier Bayer Leverkusen gegen Frankfurt. Überleitung ist leider gegen eine Mauer geprallt. Diese Überleitung ist gestorben an Genickbruch. Ja, aber Leverkusen sollte man nochmal erwähnen. Die waren ein bisschen wechselhaft, aber jetzt in Leipzig und jetzt hier das Spiel, das 4-2. Also das ist schon richtig gut, was da kommt. Ne? Und die werden auch noch
Dortmund und Schalke, auch Schalke vielleicht noch unter Druck setzen. Ne? Ja, Dortmund sowieso. Genau, Bayer Leverkusen gegen Frankfurt. Schöne einleitende Worte. Ich schließe mich der voll an bei dir, Rollo, weil ich bin immer schon, also die ganze Saison eigentlich schon Leverkusen-Fan gewesen, vom Line-Up her. Weil die so eine spannende Mannschaft haben. Ein Bailey, der hat ein bisschen Anlaufzeit gebraucht. Das konnte man, wusste man nicht genau, wie der einschlägt. War der beste Spieler der Hinrunde. Ja, aber ich meine, vor der Saison wusste man nicht genau, ob er die Erwartungen jetzt erfüllen kann. Er war ja vorher schon da, braucht ein bisschen Anlaufzeit. Aber wenn du da mal so guckst, ein Kai Havertz, ein Havertz auch sehr stark. Ein Julian Brandt, der stark ist. Dann hast du da, klar, die beiden, der Bender kam dazu. Da hast du nochmal irgendwie eine starke Absicherung mit viel Erfahrung. Volland jetzt. Also die haben schon eine tolle Mannschaft zusammen, muss man auch sagen. Wir machen auch über generell seit Jahren, finde ich, gehört Leverkusen zu einem Verein, der mit der Kohle, die sie nun mal haben, das muss man natürlich auch sagen, ne, dass das... die aber nicht mehr so üppig ist, wohl wie nicht früher. Nicht mehr geil, aber sie haben trotzdem andere Startmöglichkeiten als andere Vereine. Aber das brauchen wir jetzt an der Stelle nicht diskutieren. Davon abgesehen, finde ich, machen die aber auch gute Arbeit seit Jahren, auch unter Völler. Da gibt es mal vielleicht hier und da eine Saison, wo es nicht so läuft. Aber ganz oft holen sie sich auch Spieler, wo ich dann denke, so ja, das ist ein guter Move. Man muss aber auch sagen, dass am Anfang der Saison sie mit Heiko Herrlich auch wieder im Prinzip auch was gewagt haben, was glaube ich, die ersten 8 Spieltage... Hat aber auch gedauert, ne? Genau, die ersten 8 Spieltage so ein bisschen wackelig. Aber das meine ich eben. Umso mehr muss man, finde ich, dann auch einem Verein wie Bayer Leverkusen das hoch anrechnen, dass sie da Geduld bewiesen haben und gesagt haben, wir glauben an diese Entscheidung. Wie das jetzt intern war, weiß man nicht immer. Aber letztendlich haben sie es dann eben so gemacht und werden jetzt auch belohnt dafür. Bei Herrlich hätte ich es nicht gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass das so klappt. Aber wenn man jetzt mal guckt, was er geschafft hat, da finde ich, sind durchaus Parallelen auch zu einem Niko Kovac, wenn ich das so sehe, was das für eine eingeschworene Truppe ist von Leverkusen. Also ich finde, das sieht man auch an der Körpersprache, wie die miteinander umgehen und so. Das ist ein richtig eingeschworenes Team und ich glaube, das ist dann eben was, wo wir auch beim Bayern geredet haben, Fußball spielen können die alle. Und die Aufgabe des Trainers ist es dann, daraus ein Team, eine homogene Mannschaft, wo jeder für jeden kämpft. Und dann kommt Bellarabi erst rein, so ein schneller Mann, und sorgt da auch noch für Torvorbereitung und so weiter. Ja. Das heißt auch, was ein bisschen dahinter steht. Also ich sag auch, für mich ist Leverkusen klar ein Champions-League-Kandidat. Also die werden eventuell Dortmund noch dann wirklich hinter sich lassen. Ich glaube nicht, dass Dortmund Platz 2 und 3 schafft, sondern maximal 4. Ja, hängt auch ein bisschen am Restprogramm. Die Vertragsverlängerung. Nächste Woche spielen die gegeneinander, Dortmund und Leverkusen. Ja, und da in Dortmund, ne? Ist ein bisschen blöd natürlich, weil sie jetzt gegen Bayern spielen. Das könnte vielleicht noch sein. Ja, aber ich finde wenigstens Leverkusen jetzt sehr auffällig. Wer hat neben Brandt noch verlängert? Da war doch noch ein zweiter, wo sie auch einen Vertrag verlängert haben. Weiß ich gar nicht. Brandt hat verlängert, Brandt hat verlängert und... Havertz nicht auch? Ja, ich glaube Havertz, genau. Sein. Und das, finde ich, ist schon ein ziemlich deutliches Signal an den Rest. Stand jetzt. Erstmal, ja gut, ja. Gut, aber schon ein ziemlich deutliches Signal, dass sie sich dann auch für die nächsten Jahre was vorgenommen haben. Mhm. Denn wenn das stimmt mit der Chemie, was ich auch so wahrnehme, auch nach den anfänglichen Schwierigkeiten, die Leverkusen in der Saison hatte, dann wird das jetzt schon in meinen Augen für die nächste Saison eine Mannschaft, auf die man auf jeden Fall gucken muss. Definitiv, also das Gerüst stimmt, weil wir haben ja noch gar nicht ein Wendell, ein Benjamin Henrichs, der zwar nicht unumstrittener Stamm ist, aber der auch noch ein junger Kerl ist. Also da ist richtig Potenzial für die nächsten Jahre, wenn sie da noch ein-, zweimal jetzt nachbessern. Vor allem, weil derselbe Kader im letzten Jahr, ich weiß nicht, so ganz so viele Veränderungen hat es ja auch nicht im letzten Jahr ziemlich gestottert, hat ziemlich viele Probleme gehabt. Ja, du hattest, und auf einmal rennen sie alle. Ja, du hast aber auch Aussagen aus dem Team gehabt, die gesagt haben, ey, unter Roger Schmidt haben wir überhaupt gar keinen Plan gehabt, wie wir taktisch agieren sollen, was wir machen sollen. Und Heiko Herrlich hat einen ganz klaren Plan und jetzt wissen wir endlich wieder, was wir machen sollen. Hätte ich dem nicht zugetraut, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, wer es ihm zugetraut hätte. Ralf Gruner hat gesagt, Heiko Herrlich ist Fußball besessen und er lebt diesen Sport. Das Und, war das nicht Jonas Hummels? Oder es war Jonas von Hummels. Ja, aber du musst natürlich trotzdem eine Mannschaft machen. Fußball besessen sind ja viele. War das Gunisch? Aber Gunisch hatte ja da. Ist doch egal. Ist das egal? Das ist sehr egal. Ist das eigentlich egal? Das ist im Prinzip total egal. Welcher Fachmann das gesagt hat. Ja, dann notier es. Ja. Nein, also das war schon, das ist okay. Die sollten wir nicht vergessen. Das denke ich auch. Aber wir haben, das ist so eine eigenartige Situation jetzt, weil normalerweise, wenn das Frankfurt-Spiel kommt, gebe ich direkt auch an dich ab. Aber ich bin mir überhaupt nicht sicher, inwiefern du überhaupt Bock hast, jetzt nochmal über das Spiel zu reden. Naja, also ich habe ja, was soll ich jetzt auch kurz sagen? Ich meine, das Spiel war für die Einheit insofern entscheidend, als dass es mehr oder weniger, sag ich mal, die letzte realistische Chance war, nochmal um diese Champions-League-Plätze zu spielen, weil das ein direkter Konkurrent ist. Das heißt, Niederlage war absolut Worst-Case-Szenario. Nach der ersten Halbzeit habe ich auch irgendwie gedacht, vielleicht geht hier sogar ein bisschen was, weil die auch in der ersten Halbzeit, finde ich,
ja, sogar die bessere Mannschaft vielleicht so waren. Was mich gewundert hat, ist, dass es so wirkte, als ob die Spieler platt sind. So 70. Minute oder so wurden viele Auswechslungen gemacht, wo ich gedacht habe, oh, die sind, weiß ich nicht, das sieht gerade gar nicht so gut aus. Da bin ich mal gespannt, ob das jetzt nur diesem Spiel geschuldet war oder ob da irgendwie das jetzt den Saisonendspurt in irgendeiner Form beeinflusst, weil jetzt ist ja, ne, direkt am Mittwoch das nächste Spiel. Also wirkten jetzt nicht so spritzig. Da hat Leverkusen, konnte da einfach dann nochmal eine Schippe drauflegen. Ja. Finde ich, das hat man ziemlich deutlich gesehen. Aber und man muss sagen, zum Pokal, also es ist die Rollenverteilung ist trotzdem völlig klar. Ich glaube, dass Schalke verwundet ist oder was? Ich glaube, dass Bayern einfach, einfach zu clever ist, letzten Endes auch zu stark dahinter besetzt sind. Vielleicht, aber Überraschung ist möglich und Schalke sehe ich auch als Finalisten, weil ich glaube, hätte ich vorher nicht gesagt, also vor diesem Spieltag hätte ich das nicht gesagt und Betten vor Kovac nicht. Aber jetzt, ich habe das beides gesehen. Aber ich würde würd Frankfurt nicht abschreiben. Nein. Ich nenne es konträres Momentum. Oh, was ist das denn? Das konträre Momentum nach Nils Bohmhoff ist folgendes. Du hast Schalke 04 in einer völlig euphorisierten Situation. Nach dem Derby-Sieg, wo sie aber mehr Körner gelassen haben, als ihnen bewusst ist. Denn sowas ist mental und körperlich anstrengend und die Folgen dessen sind erst ein bisschen später spürbar, wenn diese Euphorie nachlässt. Auf der anderen Seite hast du Eintracht Frankfurt, die aus einer Situation kommen, wo niemand mehr über die Mannschaft redet, wo alle nur noch über Nico Kovac reden und sagen, ey, so wie du ja auch, ey, die werden verlieren, die Saison ist vorbei, jetzt geht es nur noch darum, Platz 6 zu retten. Und das heißt, dass die im Prinzip sehr befreit aufspielen können. Ich muss mir eben konträres Momentum aufschreiben. Mach das bitte. Kannst du wirklich, schreibst es mir auch. Kann ich das in der Kolumne verwenden? Darfst du auf jeden Fall machen. Und deswegen würde ich Frankfurt nicht abschneiden, weil diese Mannschaft hat Qualität und sie hat jetzt die Chance, Charakter zu zeigen. Der Charakter ist da. Das ist die Frage. Ja, und der Charakter ist ja da. Die Ausprägung ist das Zweifelhafte. Und ich glaube, dass sie jetzt richtig ein Ausrufezeichen setzen können. Und die wollen ins Finale. Das ist denen doch egal. Das ist alles gut und richtig. Ich glaube trotzdem, sie haben sie jetzt nach dem Stand vom Wochenende auskontern lassen, nachdem Leverkusen geführt hat. Wird wahrscheinlich gegen Schalke wieder passieren, weil das Ballbesitzspiel halt noch nicht so gut ist, um dieses, wir haben es ja vorhin gesagt, das geile Pressing von Schalke, das ist noch besser als das von Leverkusen. Ich denke schon, dass Schalke der Favorit ist. Ja, der Favorit. Ich fand das übrigens komisch, dass die Eintracht ohne Stürmer aufgetreten ist in der Startaufstellung. Bitte? Ohne Stürmer? Ohne Stürmer. Also Jovic und Alea waren bei. Ja, aber warum sind sie da auf der Bank? Also, ja, manchmal bist du ja so angeschlagen, dass du nur ein bisschen spielen kannst. Ja, die hat beide auch noch eingewechselt. Oder? Also, naja, fand ich auf jeden Fall ein bisschen komisch. Boateng da vorne, du hast sogar noch in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, völlig ohne Bindung. Das war schon eine komische Aufstellung, muss ich sagen. Aber ist, wie es ist. Ich glaube, ja, chancentechnisch ist die Eintracht, wäre eine große Überraschung, wäre auch ein schönes Medienthema, wenn sie in dieser Shitstorm-Phase jetzt ein spielerisches Ausrufezeichen setzen. Ich glaub, ein konträres Momentum. Es wäre ein konträres Momentum. Wird das mit H geschrieben, und konträr? Eine Sache kann man zu der ganzen Sache auch abschließend sagen. Ich habe Deutsch studiert, ja. Eine Sache kann man zu der ganzen Sache auch abschließend sagen, und das zeigt auch, wie opportunistisch auch Fans, und da schließe ich mich auch nicht aus, sind, wenn Kovac den DFB-Pokal holt, könnte ich mir vorstellen, dass sie ihm trotzdem noch ein Denkmal bauen. Also, das wäre schon eine absurde Situation. Das wäre so, ich liebe ihn, aber ich hasse ihn auch. Ich bin auf jeden Fall gespannt aufs Spiel. Aber ich glaube nicht, dass es passiert. Was mir an dem Spieltag aufgefallen ist noch, ich würde zum Beispiel in der momentanen Phase, ne, Bayern, Bayer Leverkusen, auch Frankfurt noch, Schalke, Bremen, Leipzig und Hoffenheim zu den spielerisch starken Mannschaften zählen. Alle anderen, Hertha hat zwar gewonnen, ist aber eher ein Glücksfall. Stuttgart, Hannover kannst du auch nicht so richtig nehmen. Wir können ja mal die Tabelle einblenden, also von Tobis Rechner. Ja gut, Bremen ist dann ein Ausreißer, aber angucken. Bremen hat super stark gespielt gegen Leipzig. Und Leipzig würde ich da auch noch zurechnen, also jetzt rein sportlich. Ne? Ja. Die Tabelle wird Ihnen präsentiert von kicker.de. Vielen Dank an dieser Stelle für kicker.de. Warum klauen, wenn man selbst machen nicht möchte. So, da sieht man das, was wir gerade eben besprochen haben. Die Champions League-Plätze sind wir jetzt ja im Prinzip fast durch. Wir haben ja fast alle Mannschaften da oben bis auf Hoffenheim im Prinzip schon und Leipzig besprochen. Es ist nach wie vor eine enge Kiste, aber es zeichnet sich ein Trend ab. Frankfurt ist ein bisschen rausgerutscht, sind jetzt immerhin 5 Punkte noch bis Platz 4. Dortmund muss aufpassen, Leipzig und Hoffenheim hängen ganz stark im Nacken. Also die haben ja beide auch Bock auf Champions League. Ja. Und Leipzig ist raus aus Europa. Die können sich konzentrieren auf die Bundesliga.
Ne? Es ist auch interessant, die Personalie Hasenhüttl. Also wenn Leipzig nicht die Champions League schafft, könnte es sein, dass da ja ein interessanter Trainer frei wird. Möglich. Ach so, wird das geschrieben. Wieso wird Contraire mit C geschrieben? Gibt es das im Deutschen? Au contraire. Auf Twitter gerade hier. Contraires Momentum mit C. Das ist eine. Das ist, nee, das ist nicht die Originalversion. Nee, ich würde es auch mit K schreiben. Ja, das natürlich. Ist so ein Internet-Fake. Kringe, ist das, wer ist das? Was? Ein Intellektueller? Florian Kringe hat mal bei Dortmund gespielt. Nein, das ist doch nicht Florian Kringe. Ja. Das ist ein Intellektueller. Achso, der ist vom intellektuellen Zirkel. Die suchen immer noch nach Batman und Star Wars. Exakt. So, wir machen ein bisschen Werbung gleich. Verlassen leider tabellarisch die Champions League-Ränge. Inhaltlich bleiben wir natürlich auf Champions League-Kurs. Das ist die Bundesliga. Wir sehen uns gleich wieder. Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück, ihr Lieben. Schön, dass ihr so früh wieder da seid und ich nicht mehr dazu gekommen bin, Essen zu bestellen. Das freut mich sehr. Aber was soll's, wir machen weiter für euch, Bundesliga, die Supershow. Heute Rolle Fuhrmann zu Gast. Schön, dass du da bist. Die Sendung ist ja schon ein bisschen älter, wenn ihr denkt so, oh nein, ich bin zu spät gekommen, in 5 Minuten ist die Sendung vorbei. Nein. Heute geht's ein bisschen länger. So, was machen wir als nächstes, Tobias? Ich habe ein Geschenk für dich. Wir haben jetzt so viel... auf Etienne rumgehackt, mit Etienne über Etienne geredet, da muss man, meine Aufgabe hier als Redakteur ist ja quasi immer nur das Gleichgewicht herzustellen immer, in dieser Sendung. Ja. Da du ja ein Gründungsmitglied von Bundesliga bist, kriegst du jetzt deine eigene Bundesliga-Uhr. Wie was? Kriegst du deine eigene Uhr, die zählt, wie lange du schon bei der Bundesliga dabei bist. Ah, das ist ja das schönste Geschenk, was ich je gesehen habe. Die ist die gekoppelt an die HSV-Uhr, aber die enden ja zeitgleich. Ja. Die Uhr endet, wenn du nicht mehr erstklassig in der Bundesliga bist. Oh. Ja. Okay. Ja. Aber die brauchst du nicht aber einbauen. Aber die läuft ja. Die ist aber nur virtuell, ne? Die läuft ja hoch. Ja, die läuft hoch. Ja, klar. Wie die? Ist die virtuell? Die ist virtuell, ja. Ich kann ja auch noch eine Uhr zeigen, wenn du willst. Oh, hör mal auf, Nico, ey. Das ist immer der Gag, ist auch so tot. Der ist so eine halb tot. Nein, ich habe nur, weil er anfängt mit einer Uhr und er zieht. Nee, mal ganz ernsthaft. Er zieht doch darauf rum. Er stichelt ja, aber rum. Du nutzt ja jede Gelegenheit. Du ziehst diesen Kadaver hinter dir her, der ist schon totgeschändet irgendwie. Du immer wieder, hier übrigens, hier ist die Uhr. Und der atmet schon nicht mehr, der Gag. Erzähl doch, wie war das Wochenende? Ja, das Wochenende war, was soll ich sagen? Darf ich kurz nur eins zu dieser Uhr sagen? Immer. Weißt du, was das Schockierende ist? Nein. Ja. Du kurz vor den 1000 Tagen steigt der HSV ab. Ja. Du wärst 1000 Tage, sonst hättest du fast zu viel bekommen. Wir haben rausgerechnet, wenn sie die Relegation schaffen, bist du 3 Tage unter 1000 Tage. Dann nennen wir das Buch die beinahe 1000 Tage. So beinahe 1000 Tage. So, du wolltest jetzt damit überleiten zum Spiel auf meinem gegen HSV. Tut mir leid, ich musste den Gag irgendwann mal hier bringen. Wenn du schon einen Gag hast, bring ihn. Immer. Wirklich, die sind ja auch meistens nicht so schlecht. Das ist immer ein schönes Lob. Der Gag war nicht so schlecht. Das ist korrekt. Wir machen es kurz. Der HSV hat versucht, das Erfolgsrezept der letzten Wochen wieder auf den Platz zu bringen. Sehr mutig, wieder in die Formation, versucht spielstark zu agieren. Matti Steinmann als einziger Sechser und hat einfach versucht, das weiterzumachen, was auch gegen Schalke gut funktioniert hat. Hat in Hoffenheim nicht funktioniert. Das lag einfach daran, dass Hoffenheim einfach die bessere Mannschaft ist. Die haben einfach richtig gut gespielt, die haben Hunger, die haben Bock. Das merkt man, die sind in einer Saisonphase, wo sie wissen, es geht jetzt darum, dass es in der nächsten Saison für sie Spaß macht, nämlich die Champions League Quali, mindestens Europa. Und so sind sie aufgetreten, ähnlich wie beim 6-0 gegen Köln. Und wenn eine Mannschaft wie Hoffenheim diese Qualität auf den Platz bringt, dann kannst du mit dem Kader, den der HSV hat, nicht so viel dagegen machen, außer zu versuchen, dich tapfer zu verkaufen. In der ersten Halbzeit war das sehr schwer. Nach irgendwie 30 Minuten wurde Matti Steinmann auch ausgewechselt, der als einziger Sechser auch überfordert war, was jetzt nicht nur an ihm lag, sondern einfach daran, dass die ganze Mannschaft dann einfach das qualitativ nicht auf den Platz bringen konnte. Und wurde das hätte ersetzt. Locker auch 4-0 stehen können. Und das ist nicht nur Steinmanns Sache. Ja. Ne? Nein, nein, auf keinen Fall. Dann kam mit Ekdal jemand, der ja ein bisschen defensiv stärker ist, der ein bisschen präsenter ist, auch körperlich und als Nationalspieler Schwedens auch ein bisschen erfahrener vielleicht in solchen Situationen. Und dann blieb es am Ende beim 2-0. Das ist ein faires Ergebnis. Ich mache den Hamburgern keinen Vorwurf. Sie haben es wirklich versucht. Und ich finde es gut, dass sie es versuchen, mit Fußball zu lösen und diesem Konzept treu zu bleiben. Und es hat nicht gereicht, weil Hoffenheim einfach die bessere Mannschaft war. Punkt. Ja, Kontern haben sie in den letzten Wochen geübt, die Hoffenheimer. Das merkst du deutlich, dass sie halt in der Rückrunde ihr Spiel komplett umgestellt haben
Und es war auch ein bisschen erwartbar fast schon, dass der HSV da mit seinen spielerischen Ansätzen jetzt gegen diese Mannschaft an die Grenzen stoßen wird. Ja. Ja, ich mache das in guter Form. Ich finde es aber sehr, sehr schön zu sehen, was der Tietz ist. Ich meine, so todernst, was der da gerade aufbaut. So, dass der Steinmann immer seine Grenzen aufgezeigt bekommen hat, das tut ein bisschen weh. Ich glaube, nur 30 Minuten runter und so. Aber insgesamt, diesen Mut, den sie da haben, da bin ich also sehr, sehr angetan, ganz ehrlich, von dem, was gerade passiert. Ja, und dass die Ergebnisse, ich glaube, es kommt so 5 Wochen zu spät. Es kommt ein Hollerbach zu spät. Ja. So ist es leider. Das ist eine schöne Zeiteinheit. Ja, genau, ein Hollerbach. Das sind 9 Spiele oder was? Aber was man auch Hoffenheim, warum ich glaube, dass Hoffenheim auch noch ein Stück mehr da oben reingehört als zum Beispiel jetzt die Eintracht oder so, ist halt echt, weil auch sie es schaffen, gegen die vermeintlichen Schwächeren zu punkten. Also wenn man sich so mal anguckt, Siege gegen Mainz, Augsburg, Wolfsburg, Köln, HSV. Also das sind so Kandidaten, wo die Eintracht immer generell, die spielen gut gegen Dortmund und kacken dann ab gegen Köln so. Und ich finde das eigentlich, sie holen die Siege, die sie holen müssen. Ist ja bei Hoffenheim genau andersrum. Genau. Die verlieren ja dann gegen Bayern oder gegen Schalke oder so. Und wieso? Hat und Hoffenheim nicht Bayern geschlagen auch einmal? In der Hinrunde, ja, mit Ancelotti da. Aber jetzt haben sie 5-2 ja verloren in der Rückrunde. Und vor allen Dingen der entscheidende Punkt, die fehlende Doppelbelastung. In dem Moment habe ich das Gefühl gehabt, hat bei Hoffenheim auch das ganze. Es war eine Lernsaison für Nagelsmann. Genau. Ich bin immer noch der Meinung, dass Nagelsmann das größte Trainertalent ist in Deutschland. Das ist ja auch kein Geheimnis. Aber das ist halt eine Lernphase. Der hat es halt noch nie trainiert, so mit Doppelbelastung. Er hat eine neue Mannschaft zusammenbekommen, die dann seine Ideen noch nicht impfen konnte. Und jetzt, wo man halt die Ideen wieder ein bisschen umgestellt hat auf die Mannschaft. Und B, er diese Ideen halt auch eine ganze Woche lang immer reinbringen kann in die Mannschaft. Ist das mit Nagelsmann und Dortmund dann durch? Also er hat sich ja ziemlich klar positioniert am Wochenende bei Von Tora. Da hat er ziemlich klar gesagt, es gibt keinen Kontakt zu Dortmund, ich habe eine Ausstiegsklausel für 2019 und ich habe mit Herrn Hopp noch nie gesprochen. Ja, also ist die Frage, was Dortmund macht. Das ist jetzt noch eine höhere Kovac-Situation. Dann werden wir nächste Woche nochmal das Doppelt-Dreifach diskutieren. Naja, ich meine, Nagelsmann ist, was das angeht, zumindest, man hat das Gefühl, dass das klar, ich meine, zum einen besteht nicht dieses emotionale Potenzial in Hoffenheim wie in Frankfurt. Mhm. Und die sind da, glaube ich, sehr pragmatisch einfach so. Und dass Nagelsmann irgendwann gehen wird, ist, glaube ich, auch allen klar, weil er einfach so ein großes Talent ist, dass es klar ist, dass früher oder später Begehrlichkeiten geweckt werden. Die Frage ist jetzt, ob Nagelsmann sowas sagt wie, okay, ich mache noch ein Jahr und dann hat Dortmund einen Übergangstrainer. Vielleicht machen sie tatsächlich noch ein Jahr mit Stöger oder so. Und dann kommt Nagelsmann 2019. Oder ob er sagt, wie lange Kovac bei Bayern bleibt, so keine Ahnung. Aber ich glaube auch, dass er 2019 gehen wird. Ich glaube, es wäre auch gut für ihn noch ein Jahr. Ja. Ich glaube, ihm würde noch ein Jahr gut tun in Hoffenheim. Das glaube ich aber auch. Mhm. Vor allem, wenn er dann die Chance hat, nochmal international zu spielen mit den Learnings. Ja gut, er verliert gut auf alle Fälle. Und wenn noch? Er hat auch Rudi und Süle verloren. Ja, das muss er. Gnabry verliert Wagner. Gnabry verliert er, genau. Ja, aber trotzdem, das ist so ein bisschen wie Freiburg. Ne? Verlieren immer Spieler und so weiter und schaffen es immer wieder. Aber solange sie dann trotzdem wieder auf Platz 6 stehen. Ja, deswegen finde ich das so bemerkenswert. Sie stehen ja trotzdem auf Platz 6, obwohl er die 3 besten Spieler verloren hat in den letzten Jahren. Aber wir waren ja gerade eigentlich beim HSV und das entscheidende Spiel kommt ja gleich erst, ne? Ja, da hast du recht. Da also muss man einfach sagen, wenn Mainz... Du die ja, fantastisch. Das ist die wenn Mainz das gewinnt gegen Freiburg, dann sind es 8 Punkte. Ja, also wenn Mainz... Genau, ich sitze hier mit so einem leichten, irritierenden Gänseflaum über meinem ganzen Körper, weil ich natürlich weiß, dass heute eventuell der Abstieg de facto, also nicht de facto, aber für mich de facto... erzielt werden kann, was eine dumme Formulierung, passieren kann. Und du sagst es gerade, es wären bei einem Sieg von Mainz 8 Punkte, bei noch 4 Spielen, also sind 12 Punkte maximal zu holen. Dafür müsste der Verein auch bei einem schlechteren Torverhältnis alles gewinnen, beziehungsweise mindestens 3 Partien gewinnen und darauf hoffen, dass Mainz alles verliert. Und das sind solche Eventualitäten, das wird nicht passieren. Also erstmal wird der HSV nicht 3 von 4 Partien gewinnen, auch nicht 4 von 4. Und Mainz wird wahrscheinlich auch nicht alle verlieren, sodass, wenn Mainz heute gewinnt, ist es durch. Und auch für Köln ist es durch. Aber wenn Mainz verliert, dann sind es 5 Punkte und man spielt noch gegen Mainz, Freiburg und Wolfsburg. Oder? Nee, HSV spielt leider nicht mehr gegen Mainz. Ach, gegen Freiburg, Wolfsburg. Man spielt aber noch gegen Freiburg und gegen Wolfsburg, gegen Frankfurt noch. Ach, Frankfurt. Und ja, Wolfsburg ist auch noch mit drin, ne? Ja. Und Frankfurt hat auch noch das Ziel Wolfsburg, da, das zu verteidigen. Wolfsburg ist in der Position, dass sie nicht Relegation spielen wollen, aber da theoretisch
Ich glaube, es ist der vorletzte Spieltag gegen Wolfsburg. Nee, jetzt kommt Freiburg, Wolfsburg und dann Frankfurt. Okay, dann, naja gut. Aber das ist gefährlich, weil dann da entscheidet sich das spätestens, logischerweise. Naja, man kann es eh nicht mehr in der eigenen Hand. Theoretische Chance, es ist, ja, es ist eine theoretische Chance und ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. Also das ist rechnerisch, also das ist schwer darstellbar für mich. Es wäre ein Traum, es wäre schön, ich würde mich freuen, aber es, der rationale Mensch in mir sagt, dass es Freiburg spielt halt noch passiert. Gegen Köln, Wolfsburg spielt noch gegen Köln. Also nehmen sie gegenseitig Punkte weg noch. Ich muss halt wirklich darauf hoffen, dass Mainz heute verliert. Ja. Die haben halt ein richtig schweres Restprogramm noch. Und Mainz ist bisher nicht wirklich überzeugend. Ja, aber es wird ein ganz Freiburg. Naja, die haben in Köln gepunktet, in Hamburg gepunktet. Ja. So schlecht, wie sie vielleicht so im Augenblick gefühlt dastehen, sind sie eigentlich. Sie haben in Hamburg aber gepunktet. Also sie waren in Hamburg unterirdisch schlecht, Rollo. Also was Mainz in Hamburg abgeliefert hat, war mega schlecht. Also ja, gebe ich dir völlig recht. Gegen einen Hollerbach HSV wohlgemerkt, ne? Also die haben nichts gemacht. Der muss ja auch alles reinhauen. Ja, aber ich meine, die haben nichts gemacht. Nein, also, aber mal was anderes. Wir sitzen ja in Hamburg, ne? Und wir haben ja kurz vorher schon mal drüber gesprochen. Für Hamburg ist das im Augenblick die Lage eine Katastrophe. Ja. HSV, St. Pauli, Altona, das sage ich mal für die, die nicht aus dieser Region kommen, alles steht unten. Und ich weiß gar nicht, ob wir noch dann zum Fußball gehen. Ne? Für Hamburg ist das... Das stelle ich mir gerade vor, HSV 2. Liga, St. Pauli 3. Liga, naja, Altona 5. Liga. Ja, weißt du, was das einzig Gute daran ist? Ja. Dass, und das meine ich aus beiden Seiten, aus Fanlagersicht St. Paulis und auch des HSV, dass die gegenseitigen Giftpfeile sehr reduziert fliegen, weil jemand, der auf dem Relegationsplatz steht wie St. Pauli, der tut sich natürlich auch schwer, Häme auszuschütten gegen jemanden, der in der ersten Liga auf Platz 17 steht und umgekehrt auch. Ja. Und das finde ich gut. Hoffentlich ist die Situation eher verbindend und eine gemeinsame Solidarität entsteht. Ja, aber schöner waren damals beide in der ersten Liga und schön. Dann die Derbys und so weiter. Ja. Und ich meine, die Magan hat ja zum Teil recht. Die Republik, ich weiß gar nicht, ob die uns überhaupt noch ernst nehmen hier in Hamburg. Und die Frage ist ja auch, jetzt hat der HSV zum Glück ein paar junge Spieler in der Hinterhand, aber wenn die gehen, Ito wird gehandelt woanders, Erb wird gehandelt, wer will denn noch hierher? Das ist ja auch mal die ganz große Frage. Das ist ja immer noch ein riesengroßer Verein, wenn die in der zweiten Liga spielen. Ein Verein aber mit so einer Strahlkraft. Ich habe das leicht, das ist hartes Brot in der zweiten Liga. Das ist ganz hartes Brot. Ja. Aber ich habe mir das Szenario mal durchgespielt, was das bedeutet. Und jetzt auch wirklich, ich muss das immer einmal vorsehen, nicht chemisch. Ich mag wirklich, was Tietz da macht. Ich finde das wirklich spannend und habe mir mal überlegt, was das bedeutet, Hamburg zweite Liga mit diesem Trainer. Und selbst wenn Arp theoretisch gehen würde, man aber zumindest ein Gros von ambitionierten Spielern plus die Jungspieler hält, die dann sicherlich Zweitliganiveau haben, dann lasst die mal zwei Spiele gewinnen und dann sind da trotzdem jede Woche 55.000 Leute. Dieses Gerede um den Arp finde ich schon wieder, das ist so typisch HSV, der hat zwei gute Spiele gemacht und wird gehandelt als der nächste Messi. Das finde ich auch, ist auch schon wieder so albern. Auch in eine Rolle gedrängt. Das ist genau wie damals bei Wood, denn der HSV hat ja bereits im direkten 5-Jahres-Vertrag das Problem bei Arp, man hat ihn gleich zum Messias gemacht und das war natürlich ein Fehler. Genau, das ist aber immer ein Spieler. Also das hat Tradition. Das hier immer, ein Spiel gewinnen, wir sind in Europa, ein Spiel verlieren, wir sind abgestiegen. Ja, die Leute sehen immer nur das Europa, was auch ein Klischee ist, was auch, wo ich einfach mal sagen muss, das ist Quatsch, das existiert außerhalb der Fanbase. Es redet in Hamburg niemand von Europa. Die Leute reden darüber, dass in Hamburg Leute über Europa reden und das ist der eigentliche Quatsch. dann kommt einfach mal her und treibt euch hier mal im Fanumfeld und erzählt mir nicht immer die gleiche Scheiße von wegen, ich kenne einen HSV-Fan, der hat gesagt, nach dem einen Sieg, er will nach Champions League. Nee, aber Hoffmann hat das damals ausgegeben, seitdem ist das so. Ja, Hoffmann ist seit 10 Jahren nicht mehr da. Ja, der ist aber wieder da. Ja, exakt, und seitdem hat er es auch nicht gesagt. Seitdem plant er für die zweite Liga. Also damals vor 10 Jahren war die Situation auch so, dass Hamburg nach Europa gehörte. Ja, aber dann schmort Hamburg wieder im eigenen Saft, der HSV. Ne? Das muss man einmal auch mal sagen. Das ist ja auch das, was von Hieronymus und Magat jetzt vorgeworfen wird, dass sie eigentlich nichts daraus lernen. Sie holen dann von Hesen wieder als Berater, sie holen einen Hoffmann praktisch wieder. Sie schmoren im eigenen Saft irgendwo. Und Hoffmann hat eben diese Vergangenheit. Und Hoffmann war es, der gesagt hat, wir wollen in den nächsten Jahren unter die Top 20 in Europa oder der Welt, weiß ich was.
immer diese Ansprüche, die viel zu hoch sind, die nicht angemessen sind, die seit Jahren schon nicht mehr stimmen. Das muss man einfach sagen. Ohne Zweifel. Ohne Zweifel. Und das aber ist das ein sind Dilemma. Auch zwei, das sind auch Zweifel. Das eine sind die Anhänger oder die Fans, irgendwie, die sich darüber austauschen. Und das andere sind die Funktionäre und was da personell gelaufen ist. Brauche nicht drüber reden. Das ist ein Armageddon. Also was in den letzten 10 Jahren... HSV Plus wird jetzt völlig... Hieronymus sagt, man hat uns verarscht praktisch. Man hat uns als Galionsfiguren genommen. Rubesch auch und mich und ich weiß nicht, wer da noch dabei war. Beiersdorfer war noch dabei. Ja, noch. Und es ist nichts passiert. Man brauchte uns nur als Galionsfigur, um HSV Plus durchzusetzen. Und alles andere ist dann danach gestrichen worden. Muss ich hier mal kurz einmal ausbremsen? Ja, mach das weil mal. Weil wir demnächst noch eine Sendung zu dem Thema machen. Ne? Oh. Ein bisschen ausführlicher reden. Noch 20 Minuten. Ja, und 20 Minuten. Ich würde noch gerne noch ein, zwei Spiele und noch ja, mal lass es bitte Nico machen. Noch kurz. Ich würde gerne Nico noch mal über, auch ja. über Bremen zu Wort kommen lassen. Ich wollte auch ehrlich gesagt, ich wollte es kurz machen, aber nee, so, okay. Die Gäule gehen durch. Nico, komm. Bevor aber dann mache ich das ganz kurz. Nein, Bremen. Du musst es nicht kurz machen. Du, ja. Doch, Bremen mache ich ganz Bremen kurz. Bremen machst du ganz kurz, ja. Ich habe ja gar nicht so viel Fußball geguckt diese Woche. Das muss ich ja leider zu meiner Schande genau, gestehen. Deswegen bitte. Bin ich auch ein bisschen ruhiger, denn alles, was ich mir angucken konnte, ich habe viel gelesen und ich habe viel Konferenz, hier Zusammenfassung geguckt, weil ich das Wochenende in Italien mich rumgetrieben habe. Und 4 Spiele in 3 Tagen geguckt habe, deswegen auch nur Bremen in so einer Zusammenfassung gesehen und gelesen habe. Und ich muss mal ganz kurz auch, ich weiß nicht, ob ich das vor der Kamera oder hinter gesagt habe, auch Etienne, wenn ich so blöde Sprüche mache, wie der Trainer bleibt doch noch 10 Jahre. Einmal ganz kurz ehrlich, ich habe die größte Demut davor, dass ich am 30. Spieltag der Bundesliga-Saison nicht zittere und bibbere, was ich 5 Jahre lang gemacht habe. Und Das ist alles, was ich im Moment da... Deswegen ein 1-1. Und wenn ich lese, Bremen war in der ersten Halbzeit sogar besser. Also insgesamt sind wir einigermaßen ebenbürtig in einer Partie mit Leipzig. Es war ein tolles Spiel. Ich habe es ganz gesehen. Es war ein tolles Spiel. Bremen spielt auch zurzeit sehr guten Fußball. Das muss man einfach sagen. Ob der Kohfeldt das halten kann, so, ob das so bleibt. Alles geschenkt im Augenblick. Genau. Aber momentan, die Aufnahme ist so, das war ein tolles Spiel und Bremen spielt auch klasse. Ich gehe seit 5 Jahren mit 1 Tor mehr als Platz 16 in jeder Saison und das werde ich auch weiterhin so machen und insofern freue ich mich gerade sehr darüber. Am Ende war es zum Glück relativ egal, glaube ich, wenn man sich die Tabelle Haken dran. Ja. Kurz nochmal, wo warst du? Du hast 4 Spiele gesehen in Italien? Ja, ich mache mich ab und zu auf so ein bisschen absurde Touren. Groundhopping. Ja, genau, ein paar Freunde von mir. Und wir haben uns jetzt Italien angeguckt. Wir sind nach Mailand geflogen, haben uns dann einen Wagen genommen und sind erst nach Parma gefahren, haben 2. Liga Parma geguckt am Freitagabend. Dann sind wir weiter nach Brescia, 2. Liga, gegen Carpi. Und dann haben wir, das Ende war Atalanta Bergamo gegen Inter, also Derby. Wie ging das aus? Komm ich gleich noch zu. Und am Ende haben wir AC Mailand gegen SSC Neapel in San Siro geguckt, was ich vorher noch nie gesehen habe. Ja. Und ich habe 4 Spiele, 2 Tore, keine Sieger. Ach Quatsch. Shit. Das ist ja wie damals. Ja, ich habe wirklich italienischen Fußball und ich habe Dinge erlebt. Es gibt einen, oh Gott, wie heißt der? Brescia, Nummer 34, ich glaube Antoli. Der Typ sieht aus wie die Reinkarnation von Andrea Pirlo. Inklusive Frisur, bewegt sich wie ein 35-Jähriger, ist 17, hat einen Bewegungsradius. Ja. Du würdest weinen, wenn du den Fußball spielen siehst. Sein Bewegungsradius ist so 5 Meter vom Mittelkreis Echt? Entfernt. Mehr macht er nicht. Gewinnt jeden Zweikampf, spielt 55 Meter Pässe in Fuß. Also es war so, ich habe gedacht, ich bin in den 80er Jahren reingekommen. Es war die Stadien, wir saßen in Brescia in so einem Stadion, da haben einfach, ich weiß nicht, ob die Fans oder der Verein war, Tribüne war ein bisschen marode, haben sie sich einfach ein Metallgerüst davor gestellt. Und da standen die so steil hoch, so 5000 Fans. Das ganze Ding hat gewackelt. Also es war eine Wahnsinnszeitreise, hat Spaß gemacht. Aber Zeitreise nennt das. Ja, es war wirklich Zeitreise. Jedes Stadion marode, alt. Und nicht ausverkauft. Nee, stimmt. Also 2. Liga war so, aber Atalanta Bergamo, Wahnsinn. Da haben wir, die teuerste Karte war Atalanta Bergamo, 60 Euro. Da hatten wir eine Karte, wo ein Sitzplatz und eine Reihe drauf stand. Dann kommen wir in diese Kurve rein und es stehen nicht mal Nummern auf den Steinbänken, die da waren. Und dann am Ende haben wir irgendwie unten am Spielfeldrand so durch so eine Glasscheibe so das Spiel. Aber es war, also ich kann es nicht wirklich, also wer Fußball liebt, der muss mal nach Italien gehen und sich mal 3x 0-0 angucken, weil das hat Spaß gemacht. Dann freut man sich wieder auf die Bundesliga. Ja, ja. Das wäre mal schön zur Abwechslung, sich mal wieder richtig auf die Fußball-Bundesliga freuen. Tonali, genau, ich lese gerade. Sandro Tonali. Tonali, ja. Das ist mein Mann. Das ist wirklich der ist der Hammer. Sandro Tonali. Es gibt bei YouTube ein Video von Sandro Tonali und ungefähr genauso hat er wirklich gespielt. Ich finde den Namen auch schon großartig. Sandro ist geil. 17 Jahre. Könnte aber auch ein Opernsänger sein. Ne? Ja, Sandro 17 Jahre Tonali. Und die Frisur ist echt Pirlo-Gedächtnisfrisur. Ja, zentrales Mittelfeld. Ja. Granate, Brescia. Nebenposition, zentrales Mittelfeld. Ja. Ein Wort noch, finde ich, Kruse,
Juri nimmt ihn nicht mit, ne? Du hast auch letzte Woche gesagt, dass du, Etienne, dass du Bremen ja auch mal live oder vor Bremen live gesehen hast. Das Kruse, dieses ganze Spiel, und im Prinzip ist das, der Kopf, das Herz, alles, der dirigiert alle. Dieser Typ müsste sportlich zur WM, aber ich bin, glaube ich, rein aus Vereinsicht froh, wenn er da nicht hingeht. Weil ja, das glaube ich. Dann macht er sich eine Sommerpause und dann haben wir eine schöne nächste Saison. Später wird es wieder zur Poker-WM. Ja, ich glaube, ob Poker-WM oder Fußball-WM für Kruse, da steht die Entscheidung fest, glaube ich. Hauptsache nicht Taxi fahren. Ja, das stimmt. Lass uns doch mal ein bisschen Tempo machen bei den anderen Spielen. Wir hätten zum Beispiel noch im Angebot Hertha gegen Köln, was ja für Köln nach Einzelführung wieder eine bittere Niederlage war. Auch da heißt es, hätte, wenn und aber. Wenn das ist ein Spiel, was Köln noch gewinnen kann, wenn man 1-0 führt, mit ein bisschen Glück. Aber es war schon Glück, dass sie 1-0 geführt haben, muss man dazu sagen. Also Hertha hat das Ding schon eigentlich relativ gut wegdominiert. Bittencourt, ein Krökeltor. Ja, nee, also was willst du darüber sagen? Für mich war es, eigentlich war für mich mit Köln gegen Mainz das Unentschieden war eigentlich schon Schluss. Für Köln. Und jetzt ist es nochmal die Bestätigung. Auch wenn es wieder rechnerisch möglich ist und so weiter. Aber das wird nichts mehr. Spielen die nicht auch noch gegen die Bayern? Das sind so Kleinigkeiten, ne? Ich sag's, wenn Kostic den Elfmeter gegen Mainz reinballert und Köln gegen Mainz das Spiel gewinnt, dann hast du auf einmal drei Vereine auf Augenhöhe. Wäre Fahrrad. Hätte, unfassbar, Fahrrad. Oder? Nee. Ja, gut, können wir abhaken. Aber ist es eigentlich bei der ganzen Krise von Hertha in den letzten Wochen dann auch eine sportliche, ich meine, irgendjemand muss sich das ja angeguckt haben, ich hoffe, dass es sportlich auch wirklich so eine gute Leistung war, dass sie das Spiel rumgerissen haben? Doch, war gut. Selke war gut vorne. Also ich fand das auch völlig okay. Ich würde nicht sagen berauschend, aber... Nee, berauschend ist aber ja Hertha nie. Spielt Hertha berauschend? Nee, ich bin nie berauschend. Aber solide und haben jetzt genug Punkte und so weiter. Ich habe ja auch also ich bin ja nun nicht in Berlin, also, aber... schon so von so ein, zwei Freunden da aus dem Umfeld gehört, dass also so der Ärger über den Trainer immer größer geworden ist. Ja klar, das ist halt eine Saison, wo halt nicht viel los ist. So. Also man muss schon sagen, dass zur Pause hat dieser Wechsel von Lecky für Weiser fand ich schon halbwegs entscheidend. Da hat man Lazaro rausgezogen. Das hat dann mehr Druck gemacht. Weiser war halt wirklich vor der Pause sehr lahm auf seinem Flügel und dann hat man in der zweiten Halbzeit da mehr Druck gemacht. Hertha ist halt härter, nicht? Also... Kannst du nicht spannender reden, als sie sind. Und das ist halt so ein bisschen Also ich das Problem. Finde im Augenblick oder so die ganze Zeit eigentlich schon eine graue Hauptstadtmaus. Aber trotzdem muss ich Dardai bewundere ich irgendwie, wie er das da, das sah ja schon mal anders aus, viel gefährdeter. Also mit Selke haben sie auch einen guten nach vorne gekriegt und so weiter. Also alles okay, würde ich sagen, so Haken drunter. Ja, oder? Das ist genau immer unser Ding mit Hertha, dass sie einfach sowas von im Niemandsland auch tabellarisch sind und auch einfach nicht wirklich irgendwelche interessanten Geschichten hervorbringen, wie jetzt zum Beispiel dieses Kovac-Ding oder so, weil die einfach da gefühlt bieder. Ja, aber das war mal anders. Auch da war sehr viel Aufruhr mit Preetz, dessen Kopf schon gefordert wurde, damals mit dem Abstieg und Rehagel und so. Das war ja schon ein Skandalverein. Also, du kannst es positiv auslegen, Dardai hat den Verein halt langweilig gemacht, was natürlich auch positiv ist. Also die spielen ich wäre gerne so langweilig. Ich würde gerne den HSV so langweilig sehen. Ja. Oder? Ja, ich kann ich auch voll verstehen, weil das muss man auch mal betrachten, wo sie herkommen. Das würden die Kölner, glaube ich, auch gerne jetzt. Ja, das ist, die Frage ist ja das langfristige Potenzial, das Hertha hat. Ja, aber die können jetzt ganz in Du, die können aber ganz in Ruhe, die haben Selke gekriegt, die können ganz, die haben verstehen es auch, junge Spieler daran mit reinzunehmen. Du, die, ich finde, die können ganz beruhigt jetzt planen und mal sehen, was dabei rauskommt. Ist die Stadionfrage geklärt eigentlich? Weiß das jemand? Nee. Die sind aber immer gut, Platz 7 zu erreichen. Auch wenn sie jetzt gut einkaufen, sind sie es auch in der nächsten Saison. Kommen Nürnberg, Düsseldorf dazu. Ja. Aber das Problem an Einkaufen ist, Rollo, du brauchst echt viel Geld dafür. Nicht jeder hat viel Geld. In Berlin schon mal. Wir haben auch nicht viel Geld, deswegen machen wir Werbung. Und wir sehen uns gleich wieder zu einem kurzen Schlusssport. Wir zeigen euch natürlich noch unsere Communio-Sachen. Vielleicht können wir noch einen kleinen Blick auf den DFB-Pokal vorausschauend werfen. Und Tobi zieht blank. Bis gleich. Ja. Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Herzlich willkommen zurück, schön, dass ihr da seid. Comunio geht, Comunio sei schon, Bundesliga geht ein bisschen in die Verlängerung, wir machen gleich ein bisschen Comunio. Vorab für alle Leute, die sich wundern, hey, kommt um diese Zeit nicht normalerweise Demon's Souls. Ja, das ist korrekt. Wir haben auch ein bisschen Demon's Souls produziert, hatten technische Probleme. Jetzt im Spiel oder? Auch, beides. Aber es ist tatsächlich was produziert worden. Wir konnten es nicht ausschreiben, weil wir technische Probleme hatten und wir erstmal gucken müssen, wie wir das fixen. Das an dieser Stelle. Und jetzt kommen wir mal zu Comunio, unser Online-Manager der Wahl. Wir haben, glaube ich, noch kurz einmal einen Schnelldurchlauf. Tobi, das ist jetzt aber auch langsam, was? Friedensfahrt durch Frankfurt? Bildschlagzeile, Bratzo und Bobic, ein Foto von beiden zusammen, Friedensfahrt durch Frankfurt. So schön. Haben Sie eine Friedenspfeife geraucht, oder wie? Friedenspfeife, ja. Was? Nein, Bobic wird der neue Sportdirektor in München. So, jetzt hier, Leute, nicht ablenken. Ja, komm jetzt. Ja, dann mach. Na, schnell, Analyse, was haben wir Spiele haben wir noch nicht gehabt? Was? Sag mal an hier, was für Spiele, Moderator? Ich? Nein, ja, ihr. Ach so, ja, pass auf, ich klappe auf. Ich so lange, Stuttgart Hannover. 1:1, wer hat's gesehen? Letzte Minute ich. Hat. Was sagt, ein Satz Analyse. Ja, völlig klar. Phil Kuhn kam, sah und siegte. Siegte ja nicht, aber machte den Ausgleich. Ja, alles gut. Also, völlig ja, gut. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, finde ich super. Nee, alles gut, ich habe das gesehen und sagte, ja gut, okay, alles klar. Beide im Prinzip auch Hannover damit durch. Nein, ja. Viel mehr fällt mir dazu nicht ein. Gomez hat wieder nicht getroffen. Okay, ja. Schöne Tore aber. Das ist doch scholl. Toll. Wölfe gegen Augsburg. Das ist Augsburg. Doch scholl. Ja, das habe ich mir am Freitag. Also ich gucke mir das auch nie wieder an. Nee. Sowas nicht. Nee. Ich habe da auch nur eine Zusammenfassung gesehen und habe und ein bisschen gelesen und finde es ein bisschen erschreckend, dass Wolfsburg es auch mit 11 gegen 10 nicht schafft, in so einer prekären Situation 3 Punkte zu holen. Insofern würde ich mir, wenn man dahinter an der Tabelle steht, auf jeden Fall sehr viel Hoffnung machen, dass vielleicht gar nicht unbedingt Mainz, sondern vielleicht sogar eher Wolfsburg derjenige ist, den man noch einholen müsste. Das sind 3 Punkte, ne? Mhm. Ist tabellarisch ja nicht unmöglich. Aber rechnerisch kannst du Wolfsburg nicht einholen. Nee, das Wolfsburg. Nächstes Spiel. Relegationsspiel. Nächstes Spiel. Nächstes Spiel. Das sind im Augenblick. Es sind 8 Punkte. Haben wir denn noch eins? Ja, genau. Haben wir noch eins? Haben wir überhaupt noch eins? Bayern gegen Gladbach haben wir, glaube ich. Ja, da müssen wir nicht drüber reden. Bayern gegen Gladbach 5:1. Sandro Wagner fährt zur WM. Ja, okay. Das ist eine schöne Spielanalyse. Gut. Ja, Bayern, wenn Bayern ernst macht, ich denk, kollabiert das war, auch ich denk, Gladbach. Das bringt es auch auf den Punkt. Du hast es völlig richtig gemacht. So, wir kommen jetzt zu Comunio. Es geht in die heiße Phase der Saison. Nicht nur bei uns, sondern bei euch allen. Wir haben 10 Community-Comunios. Ja, wir schauen mal in eine rein. Der Bumper. Wir sind ein super Team. Ja, tatsächlich. Es gibt ja auch einen Preis zu gewinnen. Für den Spieler, der das Ding gewinnt nachher am Ende. Ja. Tatsächlich zählt unsere Community-Liga eigentlich auch dazu. Mhm. Weil ich glaube, nämlich unser Kollege aus dem Sales-Abteilung gewinnt aktuell den Preis, Albrecht. Ja, weil der ist schon richtig. Bei knapp 1000 Punkten. Ja. Wir gehen jetzt Woche für Woche quasi die Ligen durch. Und was tatsächlich auffällt, ist, es ist oft wie in der Bundesliga. Also der Meister steht bei vielen Ligen schon fest. Wenn ich jetzt in Dienstliga 01 gucke, da ist Lukas Rönsch mit 796 Punkten ziemlich klar in Führung. Interessant finde ich da, wenn du mal weiter runterscrollst, wir sehen da jemanden, der hat einen Mannschaftswert von 66 Millionen, ist aber nur auf Platz 4. Ist mir auch direkt ins Auge gestochen. Was ist denn da passiert? Oder ist der im Minus oder was? Zeig doch mal den Kader. Der hat 29 Punkte gemacht, der ist nicht im Minus. Also, eine komplette Bayern-Innenverteidigung hat er wahrscheinlich. Bailey. Ja, Molenko ist natürlich Quatsch. Ja, Molenko, Philipp, ja. Gnabry, Hazard. Aber die Punkte sind alle durchgestrichen, oder was bedeutet das? Verstehe ich nicht. Ups. Das weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Aber er hatte Punkte gemacht. Also ich weiß nicht, ob er Minus ist. Vielleicht ist er Minus. Kann gut sein bei diesem teuren Kader. Aber er ist auf jeden Fall, er hat keine Chance. Also wer hier noch in der Verlosung ist. Was hat der Erste denn für eine Mannschaft? Der Erste hat Lukas Rönsch hat hier. Ja. Sag schon mal die Stadt. Ja, Kajubi, Wagfrebe, Eickelstein. Ist auch keine so mega starke Mannschaft. Ich kann man ja keine Bayern. Geh mal weiter runter. Wie kann man ja mit so einem Kader führen? Uth, Kajubi. Der hat doch nur, nur Laufkundschaft. Tulisso 102 Tulisso. Ja, das begrabe ich auch. Salif Sané hat auch Wagfrebe. Hier Wagfrebe, Maxi Eggestein. Da sind die Punkte. Guck mal, wie viele Punkte hat er jetzt insgesamt? 700 irgendwas. 794. Boah, mit der Mannschaft. Zeig mal meine dafür. Die ballert seine Mannschaft an die Wand, Alter. Ich glaube, du hast keine 796 Punkte. Doch. Nils hat mehr Punkte. Ja. Nils hat 800. Ja, echt? Nils hat deutlich mehr Punkte. Nils wäre in dieser Community, wäre Nils Meister. Das heißt, ich kann mich auch ein Stück weit als Meister fühlen. Der Communio Nummer 1. Weil wer ist denn, das war die Communio Nummer 1.
Ich habe 692. Du hast 692, aber Nils hat 819. Ja. Nils Albrecht hat 951. 951 aktuell. Ja. Man kann vielleicht auch dazu sagen, dass Nils im Finale des Pokals steht. Dankeschön. Wahrscheinlich. Dankeschön. Also wenn jetzt hier heute nichts mehr passiert bei diesem Spiel. Ja. Gegen Albrecht natürlich. Nee, ja, ich spiele gegen Albrecht. Nee, Albrecht ist noch nicht durch. Das Geile ist, ach stimmt, Albrecht. Wenn heute, ich glaube, Terrazino ein Tor schießt und 8 oder 10 Punkte bekommt, ist Albrecht aus dem Pokalfinale rausgeflogen. Das heißt, ich gucke heute ganz genau hin, aus doppelter Sicht. Terrazino, schießen Sie ein Tor oder mehrere? Wenn der aufs Tor schießt und dann wird das von der DFL als Eigentor gewertet, oh Gott, was machst du dann? Da würde ich die DFL erwürgen. Ja? Kannst du da nicht direkt dann einschreiten irgendwie? Ich schreibe dir über Twitter an, dass ich empört bin. Ja. Tatsächlich würdest Trump du auch, das auch so. Um die Überleitung zu machen, würdest du auch in unserer Bundesliga 02 führen, Nils. Nice. Weil hier der Doppelmeister. Was ist das jetzt hier? In welcher Liga wäre Nils theoretisch Meister? Was ist das für ein Scheiß? Sollen wir einfach mal sagen, dass Nils weder in unserer noch in irgendeiner anderen Community Meister ist? Wäre aber, wenn jetzt zum Beispiel Albrecht da mit dem meisten Punkten ist. Total. Auf deinen zweiten Platz. In wie viele Ligen seid ihr eigentlich? Was macht ihr eigentlich beruflich? Wir haben ja 10 Ligen, gegründet vor der Saison, wo unsere Leute, unsere Fans, Zuschauer. Unsere Zuschauer drin sind. 10 Community-Zuschauer. Ja, aber ihr macht ja auch überall. Wir haben auch eine. Wir haben auch eine. Eine. Und dann geht das ja. Willst du mitspielen nächste Saison bei uns? Das Ding ist, ich habe einmal mitgespielt, 6 Jahre lang mit der Premiere-Mannschaft damals zusammen. Und dann wurde plötzlich irgendwie, waren das alle Schalke-Fans und dann fühlte ich mich so verarscht mit den Benotungen und so weiter, damals Sportal noch. Das fand ich überhaupt nicht gut. Wenn das jetzt besser ist, ich habe Zeit. Ich schicke dir mal eine Einladung zu unserer Liga. Aber neue Saison erst. Ja, neue Saison, ja. Ich meine, jetzt. Mit Nürnberg und Düsseldorf und so. Ja, Mann. Spaßig. Es gibt auch Comunio zweite Liga. Hast du Bock? Bist dabei? Ja, das möchte ich mir auch. Wenn St. Pauli da weiter drin ist, nee, ich möchte das nicht. Ich will das nicht. Dann bleiben wir in der ersten Liga. So, was haben wir noch? 0-2? 0-2, ja, wir machen ja 2 pro Woche. Ja, so nice. Danny mit 816 Punkten. Oh, da wäre ich auch Meister. Da wärst du auch Meister. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel Albrecht den Preis ablehnt, dann wäre ich überall Meister. Und du dann die meisten Punkte hast, kriegst du dann den Preis? 11-mal Meister. Ja, Moment, du machst doch nur bei einer mit. Wieso wirst du denn überall Meister? Bist du denn overall? Das ist ein Gedankenmodell, exakt. Das ist ein Gedankenmodell. Ein Gedankenmodell, das also niemanden interessiert. Tobi auch. Tobi hat für viele angefangen. Ein konträres Momentum, ehrlich gesagt. Ja, das ist korrekt. Ja, der sieht auch übrigens der Mannschaftswert. Oh, wenn man auf unser. Was ist denn das? Was machst du da? Wenn man den Mannschaftswert von unserem ersten Mal anguckt, der 92 Millionen. Das ist auch ganz schön. Ja, ich meine, der Typ arbeitet im Sales. Anyone? Ja. Was haben wir uns dabei eigentlich jemals gedacht? Selbst Nils das mit 66 Millionen einen höheren Mannschaftswert als der erste. Aber wenn du da zum Beispiel. Wenn du da zum Beispiel einen Lewandowski, einen Hummels und noch einen hast, dann bist du doch schon über 100 Millionen weit. Oder nein, nicht? Kannst du dir aber nicht leisten. Ja, nee. Ja, so funktionieren die Mannschaften. Hat denn keiner Lewandowski? Zu teuer. Ja. Man muss halt dazu sagen. Aber es wird doch zugeteilt. Das Schöne ist halt. Nee, wir spielen immer mit 40 Millionen und kein Kader. Das heißt, du kriegst 40 Millionen. Siehst du, das hat mich nämlich damals auch aufgeregt, dass ich eine Mannschaft zugeteilt bekam. Deshalb machen wir das von nicht. Der 3 schon gar nicht mehr da waren, sozusagen, weil die dann noch gewechselt sind. Nee, das machen wir nicht, weil das ist einfach dann auch ein bisschen Glückssache und wir wollen gar kein Glück. Das finde ich gut. Nur Skill. Das klingt gut. Und anders wäre ich auch nicht in 10 Comunios Meister geworden dieses Jahr. Ja. Nee, das klingt gut. Also wenn man nicht vorher eine Mannschaft einfach so zufällig zugewürfelt kriegt. Umso beeindruckender, dass er da bei uns 92 Millionen Marktwert hat. Ja, wie hat er das denn gemacht eigentlich? Aber wenn er bei euch in der Sales-Abteilung arbeitet. Ja, warum macht er das nicht bei uns? Genau, und da 92 Millionen. Ja, kannst du mal überlegen, wie viel Zeit er Sales. Warum haben wir da noch keinen Tisch mit eingelassenen Monitoren? Ich habe keine Ahnung, Mann. Ja. Jetzt muss sich was ändern. So, was haben wir noch, Tobi? Das war's, die Sendung ist vorbei. Nice. es hat mir großen Spaß gemacht, Rollo. Schön, dass du da warst. Ja, hat mich auch gefreut. Ja, wir haben dich ja eben schon zwangsverpflichtet fürs Chat-Duell irgendwann mal. Ja. Ne? Das können wir uns auch schon mal. Das war für mich ein durchaus nicht konträres Moment. Das freut mich, das ist schön zu hören. Auf jeden Fall hast du was mitgenommen. Nächstes Mal erwarte ich von dir, dass du nur deine Mundfaulheit mal ein bisschen ablegst. Ja, die Leute wollen dich reden hören. Ja, ich glaube nicht. Vor allem, ich muss ganz ehrlich sagen, so, ich habe gemerkt, ich habe da 2-3 Mal so und dann so ein bisschen ne, gemerkt hier, da war sehr viel Energie drin. Ja. Ich habe heute gedacht, ich lasse ihn einfach mal. Dafür hat das Hand und Fuß, was du sagst. Ne, das du stimmt. Sagst nicht so viel. Aber dafür. Danke, guck mal, und das kommt das kommt vom Meister. Siehst du wohl. Gut, vielen lieben Dank euch fürs Zusehen. Nachher gibt es noch Chat-Duell, dann gibt es noch hier Civilization, Dennis und mir und so weiter und so fort. Geil, oder? Ja, mega. Mega geil. Guck ich mir alles an. Mach das. Tschüss. Bis gleich. Wiedersehen.